Also in unserem zweiten Panel heute geht es um Vision des neuen Bauens für eine neue Gesellschaft. Und das ist so ein bisschen ein gemischtes Panel, wie es nennt. Zum einen geht es um die Zeit von Margarita Schutte-Wiotzki in den 30er Jahren in der Sowjetunion. Und was auch heute und gestern immer wieder Teil der Diskussion war. Und ein Experte, der jetzt auch vor kurzem in Moskau war, wird uns diese Zeiten jetzt beleuchten. Und zum anderen geht es in den zwei weiteren Vorträgen im Spezifischen um ihre Bauten für Kinder, die ja auch Wochen in Helen Changs Vortrag erwähnt wurden, der Kindergarten hier in Wien. Also ich habe den Namen leider vergessen von dem Ort. Zu unserem ersten Vortrag von Thomas Pier. Er hat an der Humboldt-Universität, damals noch in Ost-Berlin, Philosophie und Ästhetik studiert und hat da auch promoviert und ist leider wegen politischen Umtrieben in die Kulturpolitik gekommen. Und dieser Werdegang endete als Senator für Wissenschaft, Forschung und Kultur 2006. Und seit 2006 ist er freiberuflich als Kulturwissenschaftler, Bauhistoriker und Publizist tätig. Neben zahlreichen Veröffentlichungen und Vorträgen sowie Lehrtätigkeiten möchte ich nur kurz auf seine laufenden Projekte und Publikationen hinweisen, die ihn zugleich als Experten für diese Tagung ausweisen. Also gerade in Vorbereitung, oder ich glaube, es wird jetzt veröffentlicht, ist der Gefängnisbriefwechsel zwischen Wilhelm Schütte und Margarita Schütte-Wiotzki. In Vorbereitung ist zum Beispiel auch eine Publikation zu der CIAM in Pia in Moskau oder Moskau, die auch gestern schon angesprochen wurde, in dem Vortrag von Monika Platzner. Es gibt zahlreiche Publikationen zur Architektur in der Sowjetunion, vor allem in den 1920er und 1930er Jahren, sowie auch Tätigkeiten deutscher Architekten in der Sowjetunion, unter anderem Bruno Taut, zu Wilhelm Schütte. Jetzt hält er aber einen Vortrag zu Margarita Schütte-Wiotzki und ihrer sowjetischen Erfahrung. Schön. Schönen guten Vormittag, liebe Kolleginnen und Kollegen. Über die sowjetische Erfahrung von Margarita Schütte-Wiotzki zu sprechen, steht vor vielfältigen Schwierigkeiten. Einerseits müssen wir die dramatischen Veränderungen in der Sowjetunion selbst in den Jahren 1930 bis 1937 in den Blick nehmen. Sie versuchen zu datieren, sie selbst zu verstehen als Referenzrahmen ihrer Aktivitäten, ihrer Zeugnisse. Und zum anderen haben wir damit zu tun, dass wir ganz wenige Zeugnisse über diese doch so wichtige sowjetische Zeit haben. In einem Interview mit Günter Höhne für Form und Zweck 1986 antwortete Margarita Schütte-Wiotzki lapidar, gefragt auf die sowjetische Zeit, also diese 7 Jahre, auf 5 Jahre hatten wir uns von Anfang an verpflichtet und für mich sind es dann halt 2 mehr geworden. Mit dieser lapidaren Bemerkung leitet sie ihre Erinnerung ein und wie Sie alle wissen, haben wir zwar 2 Bücher, nämlich das Widerstandsbuch, die Erinnerung aus dem Widerstand und das Buch warum ich Architektin wurde. Und sie streift daran auch jeweils die sowjetischen Jahre, jene Jahre, in denen sie intensiv als Architektin tätig war und eine für ihr weiteres Leben ja wichtige und wesentliche politische Sozialisation erfahren hatte, jeweils nur mit kurzem Rück- und Ausblicken. Und obgleich mit dem doppelten Blick ihrer Reisen in den 30er und 1950er Jahre China ein eigenes Buch gewidmet wird, fehlt uns eben ihr Buch über die Erinnerung in der Sowjetunion. Die Interviews, die allerdings erst aus den 1980er Jahren stammen und dann sich dann teilweise im Architektinnenbuch wiederfinden, können diese Lücke nicht schließen. Mein Vortrag will versuchen, einerseits den Rahmen deutlich zu machen, in dem sie dort tätig war, und andererseits zu versuchen, der Frage näher zu kommen, warum wir von ihr so wenige Zeugnisse haben und was die Konstruktion des Erinnerns ist bei ihr, die sowjetische Zeit genau im Großen und Ganzen auszublenden. Der erste Teil, Neues Bauen für eine neue Gesellschaft, knüpft natürlich daran an, dass ihre Erinnerung, nämlich vom großen Aufbruch aus Frankfurt nach Moskau und die Ankunft in Moskau, dass dieses Kapitel des Aufbrechens, des Ankommens von ihr sehr ausführlich und schön geschildert wird im Buch Warum ich Architektin wurde, und dass diese Aufbruchssituation, die sich ja in Moskau fortsetzt 1930, 1931,
auch natürlich durchaus und einen realgeschichtlichen Hintergrund hat. Die Faszination für die Pionierarbeit, die dort zu leisten war beim Aufbau eines sozialistischen Landes im Rahmen des ersten Fünfjahrplanes, ist legendär und hat große Wirkung entfaltet. Es gab eine ganz bestimmte Kopplung, was ich hier nur andeuten kann, eine Kopplung zwischen den Erfahrungen des sozialen Wohnungsbaus in Deutschland und dem Aufbau sozialistischer Städte in der Sowjetunion. Seit Jahren versuche ich, den Mythos der Gruppe Mai etwas zu destruieren und klarzumachen. Da haben sich nicht 17 Leute verabredet, um in die Sowjetunion zu fahren, sondern höchste und oberste sowjetische Stellen haben eine Institution aufgebaut und mit deutschen Architekten und Stadtplanern ausgestattet, um die Neubaustädte der Sowjetunion zu errichten. Es gehört zu der Legende des Kalten Krieges und der Trennung der Erfahrungen von Ost und West, dem ja die Mitglieder der sogenannten Brigade Mai angehörten, dass der hohe politische und institutionelle Stellenwert ihrer Tätigkeit im Wesentlichen jahrzehntelang verschleiert wurde. Noch in der zeitgenössischen Presse ist nachzulesen, dass Ernst Mai der Chef des sowjetischen Städtebaus wird. Das heißt, wir haben es damit zu tun, dass Ernst Mai nach seiner Vortragsreise Mai 1930 unmittelbar an der Ausarbeitung eines ZK-Plenums beteiligt war, dass er mit Orcho Nikice, dem damaligen Volkskommissar für die Fragen der Arbeiter- und Bauernkontrolle und späteren Vorsitzenden des obersten Volkswirtschaftsrates, noch später Volkskommissar für die Schwerindustrie, in Verbindung stand, und dass die für den sowjetischen Wohnungsbau zuständige CECOM-Bank, die Zentralbank für Kommunalwirtschaft und Wohnungsbau, ein eigenes Projektbüro eingerichtet hat, mit dessen Leitung Ernst Mai betraut wurde. Das heißt, wir haben es hier mit einer Struktur, ich kann das jetzt nicht weiter ausführen, zu tun, die auf hohem Niveau versuchte, den Unionsstädtebau für die neu zu errichtenden Neubaustädte bei den neuen Industriestädten in der Nähe der Rohstofflagerquellen, die zu erschließen waren, zu bauen. In dieser Zeit, 1930, im Frühjahr, Sommer 1930, gab es in der Sowjetunion eine enorme Diskussion, ja, welcher Art soll denn nun dieser Städtebau da eigentlich sein, wenn wir schon neue Städte bauen, dann soll doch bitte das neue Leben da einziehen. Und es gab eine intensive Debatte darüber, über den Grad der Vergesellschaftung der Wohnweise, der Lebens- und Wohnweise. Und wenn Sie sich die Wettbewerbe ansehen, die für Magnitogorsk und andere Städte Anfang 1930 errichtet wurden, sind das alles Bandstädte des urbanistischen Typs mit großen Kommunehäusern. Das heißt, man ging davon aus, hat eine sehr starke Position gehabt in der Zeit, dass man unmittelbar zur Vergesellschaftung der Lebensweise übergeht, dass man die Familie aufhebt, dass die Kinder und die Küchen von den Familien oder von den Erwachsenen getrennt werden und dass man sozusagen unmittelbar zu einer kommunistischen Überlebensweise übergehen könnte. Und das war nach meiner Auffassung Kalkül der damals verantwortlichen sowjetischen Akteure, eine gemäßigte, technologisch machbare und die unterschiedlichen Bedürfnisse der Bevölkerung berücksichtigende Stadtentwicklung zu ermöglichen, und sah darin mit Ernst Mai einen der Gewährsleute, diese, der selber nicht parteipolitisch gebunden war, nicht zu den Lagern gehörte, der sehr heiß geführten Debatten in der Sowjetunion, also einen Typ von Neubaustädten zu entwickeln, der den Gegebenheiten gerecht wurde. Er leitete also als Chefingenieur dieses Projektplanungsbüro der CECOM-Bank, später von Standard Gore Projekt, was Standard Stadtprojektierung heißt, und durfte, das war Teil seines Vertrages, 23 Experten mitbringen. Es waren dann schließlich bei der Reise die berühmten 17 Personen, und in seinem Vertrag war auch geregelt, dass er nach seiner Auswahl eine bestimmte Gruppe von Leuten mitbringen könnte. Das war die Gruppe Mai. Aber er selber war natürlich als Chefingenieur dieser Riesenstruktur Standard Gore Projekt jemand, der ein ganzes Kombinat, ein Trust leitete, dem mehrere tausend Leute zugehörig waren, mit Baustoffindustrie, mit dezentralen Büros, mit vielen russischen, sowjetischen Mitarbeitern natürlich. Und man muss sich die Dimension dieser ganzen Unternehmung klar machen, die leider aus keiner der Äußerungen von Margarete Schütte-Lohotzky nach dem Krieg jemals offenbart wurde. Um nur anzudeuten, was da eigentlich gemacht wurde, hier diese Karte, worum es ging darum, eine zweite metallurgische Basis im Ural zu schaffen. Dazu wurde das Eisenerz aus der Ural und die
Kohle aus dem Kusbass durch Eisenbahnlinien hin und her gefahren an beiden Standorten, also im Kusbass, also hier mit den Städten Schiglowsk, Leninsk, Kuznetsk und so weiter beschrieben, entstanden Stahlwerke und genauso und in besonderer Weise eben in Magnitogorsk, die aber selbst keine Kohle hatten, sondern die wurde aus Westsibirien herangefahren. Und wenn man sieht, mit welchen Projekten sie anfangs befasst waren, dann sind das eben Planungen diesen Typs. Hier eine Planung von November 1930 von Schwagenscheid und der Unterleitung von May natürlich. Wir sehen also hier schon ein Grundprinzip des Städtebaus aus Frankfurt mitgebracht. Die Gliederung in Quartale, also in Neighborhoods, in Wohneinheiten von mehreren tausend Leuten mit sozialer Infrastruktur, natürlich nach sowjetischem Modell viel vollständiger und programmatisch fundierter als in Frankfurt je möglich gewesen. Wir sehen die Typik des Mayschen Plans und Schwagenscheids und so weiter, ein azentrales Zentrum, das hier im Norden bei dem Bahnhof liegt und eine nur tangentiale Beziehung zum Werk, was da links oben zu sehen ist, da wo das Wort Magnitogorsk steht, da ist der Magnetberg, der Berg, in dem das Eisenerz im Tagebau abgebaut werden konnte und damit einen unermesslichen Reichtum bedeutete. Diese Städte wurden dann Anfang 1931 im Fließband entwickelt. Das ist hier Leninsk. Interessant ist, dass man hier die Gebäudetypologien des unterschiedlichen Wohnens und der unterschiedlichen Lebensweise erkennt. Sie sehen so etwa in der Mitte, obwohl es nie zentral und nicht radial, nicht konzentrisch gedacht ist, das Zentrum mit dem Versammlungsplatz und den örtlichen Institutionen dahinter, Hochschule oder irgendwas mit Sportplatz. Und Sie sehen in der Nähe des Zentrums diese L-förmigen Gebäude, die höher waren und die Kommunehäuser waren. Und Sie sehen die Quartale, Quartale auf Russisch, also die Wohngebiete mit den Infrastrukturausstattungen, wozu denn auch die Kindereinrichtungen von Margarete Schlüter-Lorz gehörten und die meistens im grünen Raum in einem direkt der Natur zugeordneten Bereich gelegenen Schulbauten, dann zumeist von Wilhelm Schütte geplant. Das geht dann also so durch, ich will das gar nicht jetzt weiter entwickeln, die Zeit reicht ja nicht. Das ist Kemerovo, hat sich leider nichts erhalten, aber der Stadtgrundriss der Stadt mit diesen parallelen Straßen gibt es heute noch. Novokuznetsk ist interessant, weil hier ganz gut gezeigt werden kann, wie eben dieses Zentrum azentral war, wie die Beziehung zum Werk oben links eben keine triumphale Straße auf das Werk durch die ganze Stadt schlug, wie die ursprüngliche Planung war und wie die Schulen in diesem grünen Bereich angesiedelt sind, der quasi als grüne Achse auf das azentral gedachte Zentrum führt. Das sind jetzt Bauten, die in dieser Zeit 31, 32 errichtet wurden. Die Schule von Wilhelm Schütte in Magnitogorsk, nach dem sogenannten Schusterprinzip, also eigene Erschließung von nur je zwei Klassen auf der Etage. Keine Zeit, das hier näher zu erörtern. Das ist der Typ des Wohnungsbaus, den es dazu gab. Hier die Familienwohnung und hier ein Typ, wo es kommunale oder Gemeinschaftswohnungen gab. Die im Hintergrund befindlichen Rohbauten sind schon der zweite Bauabschnitt von Magnitogorsk. Und in Novokuznetsk sieht das etwa so aus. Das sind allerdings Typen, die nicht von May stammen, aber dann fertiggestellt wurden und mit diesem Putz an Plattenbauten erinnerten, die sie aber noch keineswegs waren. Oder eben diese für die amerikanischen Spezialisten errichteten Bauten. Oder schließlich der letzte Typ von Wohnungsbau, der sich schon ganz gut aussieht, in Novokuznetsk und dort heute noch in großer Anzahl vorhanden ist. Was hat nun Margareta Schütte-Lehotzky gebaut? Ich kann Ihnen hier zeigen, also sozusagen aktuellere Fotos hier aus Novokuznetsk, ein ganz interessanter Kindergarten. Der Kindergarten Nummer 1 in Novokuznetsk, der seitdem er gebaut wurde, immer Kindergarten ist und deswegen auch einigermaßen erhalten ist. Ein ganz interessanter, gegeneinander verschobener Bau, der ganz anders als die Pläne, die wir sonst kennen, aber ich denke, das ist auf Margarete Schütte-Lehotzky zurückzuführen. Sozusagen eine verschachtelte, mit Pultdächern verschachtelte Struktur abgibt. Das Gebäude dahinter ist natürlich neueren Typs und nicht etwa älteren Typs. Das heißt, die architekturpolitische Wende, die sich dann vollzogen hat,
ist in dem Bau dahinter sehr schön nachzuvollziehen. Ein weiterer Bau, da gibt es auch Aufnahmen in der Angewandten, ist hier in Orsk, wo es also diese speziellen Anbauten gibt, in denen die Schlafräume vorhanden sind. Und wir sehen hier eine recht große Kindereinrichtung in Orsk im Südural. Und Sie sehen, dass da also immer noch geschlafen wird, was natürlich dem Bau am besten tut. Schließlich, um auch zu zeigen, was sie sonst noch geplant hat, hier 1934 mit Wilhelm Schütte zusammen für Makeyevka in der Ukraine, heute leider Bürgergebiet und nicht zu besuchen. Ich weiß auch nichts über die Realisierung der ukrainischen Projekte. Jedenfalls hatte Standard Gore-Projekt unter Leitung von Stamm längere Zeit in Charkow ein Büro. Und Margarete kommt dann schließlich 1934 bis 1936 bei der Akademie für Architektur, bei dem vom Hannes Meyer geleiteten Kabinett für Wohnungsfragen und Gemeinschaftsbauten oder Gesellschaftsbauten auch wieder auf die Küche zurück. Wie Sie sehen, das wollte ich Ihnen nicht vorenthalten. Sie zeichnet also hier Wohnungsgrundrisse und typisierte Einrichtungen für typisierte Wohnungsgrundrisse. Um das abzurunden, muss man natürlich auch dies zeigen. Wir haben es, glaube ich, gestern schon gesehen. Also es gibt auch gestalterische Adaptionen dann in den späten Jahren zu dem sich gewandelten Vorstellung des Bauens in der Sowjetunion. Sie werden aber sehen, dass die Innengliederung natürlich völlig den reformpädagogischen Vorstellungen und den Grundrissen von Margarete Schütte-Luhotzky entspricht. Was war das nun für ein Typ von Entwicklung, der eigentlich stattgefunden hat, an dem Margarete Schütte-Luhotzky auf ihre Weise so enthusiastisch in den ersten Jahren Anteil genommen hat? Es war eine nachholende Modernisierung auf der Basis der Industrialisierung des Landes. Es ging um einen bestimmten Typ von Schwerindustrie als Grundlage des Aufbaus der Sowjetunion. Und es war dem Typ natürlich nach eine extensive Produktion. Das heißt, man importierte von den Amerikanern Technologien, die Deutschen lieferten den Wohnungsbau. Und im Grunde ging es um ein bestimmtes Modell einer Produktions- und Lebensweise, die zunächst gar nicht als sich entwickelnd gedacht wurde, sondern als sich im Raum ausdehnend. Es war also quasi wie eine innere Kolonialisierung des Landes gedacht. Und es gibt ja auch die Berichte sowohl von Wilhelm Schütte als auch von Margarete Schütte-Luhotzky, wie sie es dann in der Konfrontation der Kulturen aussprachen. Also etwa, wenn die schon angesprochene kirgisische Nomaden, Kirgisenmädel dann also Bauarbeiterin wurde und die Mauer eben woanders stand, als sie ursprünglich gedacht war. Oder die Bilder, die Sie vielleicht auch kennen, dass mit den Kamelen die Baustoffe herangebracht wurden. Oder dass bei der Projektbeschreibung von Magnitogorsk eine sozusagen Aufklärungskampagne, wie man Toiletten und Sitzbadewannen benutzt, für notwendig erachtet wurden, weil sozusagen die sozialen Gebrauch dieser standardisierten westeuropäischen Technik überhaupt gar nicht eingeübt war. Also es gab ein sozusagen Kulturbegegnungsproblem und natürlich war nach meiner Auffassung das damalige Modell ein zivilisationshebendes, ein Kulturhebungsgedanke. Dennoch ist bei May, bei Schütte-Luhotzky finden wir das konzeptionell so nicht, aber doch der Gedanke, eher mit dem Selbstbau und den lokalen Materialien schon, auch ein Überschreiten dieses einseitigen, zentralistische Moderation bedürfenden Zivilisationstyps, in dem May also 1931 in Berlin bei seinem Vortrag auf dem Siam-Kongress erläutert, dass es drei verschiedene Lebensweisen und Wohnformen gibt, die noch über deren Zukunft noch nicht entschieden ist und die sie jetzt gleichzeitig bauen, in Magnitogorsk und in den Städten, nämlich Familienwohnung, also klassische Familien, abgeschlossene Wohnungen für Familien mit Küchen. Es gibt Wohnheime, Obschizitja, also Wohnheime nach Typ Ledienwohnheim und alleinstehende Wohnheime und so weiter. Und es gibt Kommunewohnungen. Und mit dieser Bemerkung ist eigentlich angedacht, dass May erkannt hat, dass es darauf ankommt, die Sowjetunion selbst als ein Entwicklungsmodell zu denken, in der die Leute und die Gesellschaft selber entscheiden muss, welches Modell denn nun eigentlich konkurrierend, also es ist quasi wie eine Koevolution von Lebensweisen,
die alle nicht ausbeuterisch sind und also irgendwie schon neueren Typs, aber über deren Zukunft die Leute letztlich selber entscheiden müssen. Es geht sogar so weit darüber nachzudenken, wie man die einen Typ von Wohnung in die andere umbauen kann, je nachdem, welches Modell sich denn nun durchsetzt. Das finde ich einen sehr interessanten Gedanken. Interessant ist nun, dass dieser Typ von Modernisierung in all diesen Schwellenländern, die also an die Industrialisierung herankommen, immer wieder auch adaptierbar sind. Dass das, glaube ich, der große Hintergrund ist, von dem auch Margarete Schütte-Lehotzky auch ihre reformpädagogischen Konzepte entwickelt und dass die dann, ob das in der Türkei, in China, in Bulgarien oder in Kuba ist, auch jeweils anwenden kann. Und deswegen auch für dieses Jahrhundert also doch ein enormes Repertoire, anwendungsfähiges Repertoire entwickelt hat. Wenn man jetzt aber nur darüber, das ist sozusagen jetzt der Rahmen, in dem sie überhaupt tätig war, wenn man jetzt dazu übergeht, wo war sie eigentlich tätig und wie ist ihre Erzählung konstruiert, muss man zunächst mal feststellen, dass man aus den Akten, russischen Akten, aus Unterlagen des Archives hier, rekonstruieren kann, wo sie eigentlich tätig war. Also zunächst bei diesem Projektbüro der CECOM Bank, dann bei Standard Gore Projekt, dann wechselt sie zu einem Institut für Gesundheitsschutz der Kinder und Jugendlichen, wo auch Wilhelm Schütte arbeitet. Sie ist dann in Japan und China, arbeitet auftragsweise für Makejewka und ist später, also in Charkow, zusammen mit Wilhelm Schütte, und ist dann tätig für die Akademie für Architektur und später auch bei einem Institut für Mutter und Kind. 1936 wird der Schwangerschaftsabbruch in der UdSSR wieder unter Strafe gestellt. Und schließlich habe ich noch nicht rausbekommen, womit sie sich 1933 bei der Weltausstellung in Chicago beworben hat. Es wird überall erwähnt, dass sie da Arbeiten eingeliefert hat. Habe ich vielleicht übersehen oder vielleicht weiß das jemand von euch, von Ihnen. Das wäre sehr interessant. Wie wird nun jetzt diese doch auch unterschiedliche Erwerbsbiografie in der Sowjetunion von ihr eigentlich reflektiert? Wir hörten ja schon, dass sie gesagt hat, und wiederholt es auch in ihrem Buch Architektinnen, Mai, wir und die meisten anderen schlossen die Verträge für 5 Jahre ab. Es war ja eine aufregende Zeit gewesen, die Bestätigung der Verträge zog sich hin, das ist die Aufbruchssituation aus Frankfurt, und dann gab es eine Unterschrift in der sowjetischen Botschaft, und zwar am 28.09.1930. Und wenn man jetzt in diesen Vertrag schaut, hier die erste Seite, also das ist der unterschriebene Vertrag, ist das ein Standardvertrag, da wird also der Name eingesetzt, die Aufgabe ist gar nicht enthalten. Und dann gibt es auf der Rückseite, auf der letzten Seite, interessante Entdeckungen, nämlich erstens, dass dieser also am 28.09. unmittelbar vor der Abreise Anfang Oktober geschlossen wurde und das dann mit Fußnote, der zunächst auf 2 Jahre datierte Vertrag mit Verlängerungsklausel auf 1 Jahr datiert wird. Das heißt, Margarete Schütte-Lehotzky erfährt kurz vor der Abreise, dass sie einen einjährigen Vertrag mit einer Verlängerungsmöglichkeit hat. Und Erinnerungslücke oder Umdeutung in ihrer gesamten Erinnerungskonstruktion, wir sind dabei 5 Jahre und dann bin ich mal 2 Jahre länger geblieben, fängt schon damit an, dass sie einen Einjahresvertrag hat und Wilhelm hatte den 5-Jahres-Vertrag. Also ich glaube, dass man auf solche Details doch eingehen muss, um zu verstehen, wie sich die Wahrnehmung und die Interpretation verschieben. Noch gravierender wird die Sache, wenn man dann hier sieht, wie diese Verträge ausgestattet wurden. Das ist natürlich einerseits auf die Entscheidung von Ernst May zurückzuführen, der die Hoheit hatte, seine Mitarbeiter auszustatten. Da gab es also ein Quantum von Leuten, die mit diesen 500 Rubeln und den 200 Dollar auszustatten waren und andere waren mit anderem. Das Entscheidende ist aber, also erstens gab es diese Rangunterschiede, die natürlich auch was mit Kompetenzzuweisung, mit Status, mit Anerkennung und so zu tun haben und die natürlich auch das soziale Binnengefüge in gewisser Weise doch maßgeblich strukturieren. Gleichzeitig wissen wir nun aus entweder russischen Akten oder dem erfreulicherweise zugänglichen Briefwechsel von Margarete mit ihrer Schwester Adele, sie schrieb also auch aus Moskau Briefe, dass sie auf diese Situation durchaus eingestellt war. Sie schreibt am Januar 1931, überhaupt kann man neben dem Büro noch viele interessante Arbeit machen. Ich soll jetzt Typenmöbel für ein großes neues Magazin, also ein Geschäft, natürlich Regierung machen.
Aber ich will mich nicht überlasten. Sollte mir aber das Büro nach einem Jahr zu viel sein, so sehe ich, dass man auch so sehr schöne Arbeit bekommt. Das heißt, sie geht dahin mit der Vorstellung, sie guckt mal, wie sie ein Jahr in dem Büro da zurechtkommt. Real wird dann der Vertrag verlängert bis 32, dann gibt es eine große Krise, über die ich gleich rede, und dann kriegt sie nochmal einen Anschlussvertrag für Magnitogorsk, weil sie da Projekte hatte, bis 33. Nach 1933 hatte Margarete Schüttel-Hotzky nach meinen Recherchen, bei der Architekturakademie bin ich mir noch nicht ganz sicher, aber nach meinen bisherigen Recherchen keinen festen Vertrag. Sie hatte sozusagen Projektverträge, und die festen Verträge hatte Wilhelm Schütte, also ganz traditionell und den bisherigen Darstellungen jedenfalls nicht kohärent. Es gab eine große Krise Anfang 1932, die mit der neuen Architekturpolitik, mit der Auflösung der Architektenverbände, mit der Entmachtung von Eugen Nikitze als Chef des Obersten Volkswirtschaftsrates, der wird dann zum Chef des Volkskommissariats für Schwerindustrie, für die auch dieser Trust, an dem dieser Trust angeschlossen war, zusammenhängt. Und schließlich wird auch Druck gemacht auf die Valuta-Verträge. Im Grunde werden allen die Verträge gekündigt, ob nun 5 Jahre oder nicht. Bei Mai habe ich herausgefunden durch Berichte der Deutschen Botschaft im Auswärtigen Amt, also im politischen Archiv des Auswärtigen Amtes, dass Ernst May dann zum stellvertretenden Volkskommissar für Auswärtige Angelegenheiten Krestinsky geht und dann nochmal einen Anschlussvertrag bekommt. Andere hatten diese Gelegenheit nicht und reisten aus oder waren bereit, geringer dotierte Verträge wie diese hier entgegenzunehmen. Also diese Verträge sind eigentlich schon die Antwort auf diese Valutakrise und auf die Kündigung, wobei dann jetzt eine Gleichstellung zwischen Wilhelm und Margarete entstanden ist, weil ihr Vertrag wurde eben auch verlängert, seiner auch. Die wurden sozusagen durch das Valuta-Problem egalisiert. Andere Kollegen fahren allerdings in Wut ab. Es gibt also einen großen politischen Skandal. Walter Schulz, der Wohnungsnachbar, darauf komme ich gleich noch, zwischen Margarete und Wilhelm Schütte, verliert also die Nerven und muss sich ungebührlich angesichts der Kündigung des Vertrages verhalten haben und wird gekündigt und fährt nach Hause, hält in Deutschland Vorträge und berichtet über diesen Vorgang. Daraufhin gibt es also eine Resolution aus Moskau, wo alle hier vereint der Unterschriftenblock dagegen protestieren und als Verleumdung und so weiter. Nichtsdestotrotz gibt es aber eine Eingabe von Wilhelm Schütte. Also Wilhelm Schütte wendet sich an die für die Spezialisten zuständigen Behörden bei der Gewerkschaft und beim Volkskommissariat für die Arbeiter- und Bauerninspektion und will seinen Vertrag einklagen und spricht von unrechtsmäßigen Kündigungen. Er wehrt sich also dagegen. Davon erfahren wir von Margarete Schütte-Lohotzky zu keinem Zeitpunkt etwas. Natürlich ist der Bericht an die Schwester auch stets, uns geht's gut, das Wetter ist sowieso, wir haben diese und jene Krankheiten und im Übrigen machen wir diese und schöne Reisen und dann so. Also ich will darauf hinweisen, dass es da einen erheblichen Konfliktstoff gab, der in Erinnerungen schon gar nicht, aber auch in Dokumenten schwer nachweisbar ist. Es wird wahrscheinlich weitere solche Fälle geben. Interessanter Vorgang der Ungleichbehandlung ist auch dieser Antrag von Wilhelm und Margarete Schütte-Lihotzky auf Aufnahme in den Club der ausländischen Arbeiter. Das begründet also, da findet sich in der Kommentarenakte. Und Margarete ist da eigentlich nur ohne Foto als Beiblatt dabei. Also der Antragsteller ist Wilhelm. Möglicherweise ist das Beiblatt auch weg, aber interessant ist, dass aus diesen Dokumenten hervorgeht, dass er ab 1932 in einem Institut für die Gesunderhaltung von Kindern und Jugendlichen fester Mitarbeiter ist, bis 1937, und sie arbeitet eben auf vertraglicher Basis. Das geht schon aus diesem Anmeldedokument von Ende 1933 hervor. Vielleicht noch ein kurzes Schweifen auf die soziale Situation. Sie kommen an, wohnen zunächst im Hotel Metropol, ziemlich opulent, bis kurz vor Weihnachten nach unserer Zeitrechnung und beziehen dann dieses Haus in Balschoi-Karetny-Pilulok, allerdings nicht auf der repräsentativen Vorderseite, sondern der Block oder die Gruppe Mai, die im engeren Sinne mit den Verträgen von ihm ausgestatteten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter leben in diesem, Hinterhof ist völlig falsch gesagt, also alleinstehendes, freistehendes Gebäude hinter diesem großen Block. Und bewohnen dort zusammen je 2 Parteien, bis auf Ernst May als Chef und Burkhardt, der 3 Kinder hatte,
sonst zu zwei Parteien immer eine Vierraumwohnung. Und Margarete Schlüdel-Hotzky und Wilhelm Schütte bewohnen zusammen mit dem Max Schulz, der eben wegen des Nervenzusammenbruchs, wegen der Vertragskündigung abgefahren ist, weil er gekündigt wurde, zusammen zwei Jahre lang, anderthalb Jahre, diese Wohnung. Später kommt dann Fred Vorbart, der aus Berlin kommt, relativ spät, 32 dazu. Und später ziehen sie wahrscheinlich nochmal in dem Haus um und dann zu Hans Schmidt in die Wohnung, die übrigens in der Kaderakte empfindlichen Adresse war die Adresse des Instituts, keine Wohnadresse. Also ihr habt euch die medizinische Schnellhilfe angeguckt, wo früher dieses Institut zur Gesunderhaltung der Kinder und Jugendlichen drin war, aber da haben sie nicht gewohnt, also Zwischenbemerkung an Marcel. Ganz interessant ist, dass nun dieser noch auszuwertende, vielleicht für diesen Textbeitrag dann besser auszuwertenden Briefwechsel von Margarete viele interessante Details enthält. So planten zum Beispiel die Leute, die in diesem Haus wohnten, die wollten sich selber ein Kommunehaus bauen. Also die Idee, die dann mit den Erzählungen aus der Zugfahrt in dem Architektinnenbüro so schön beschrieben wird, kriegt quasi seine Fortsetzung. Wird aber nicht berichtet darüber, das zerschlägt sich auch, aber es wird schon mitgeteilt, dass Graz dazu ein Haus gebaut haben soll. Unser Haus soll im Oktober, wir sind jetzt 31, fertig werden, was ich allerdings noch nicht glaube. Der Entwurf ist hierzu von Graz und besonders hübsch. Vor unserem Zimmer, schreibt Margarete an Dele, an ihre Schwester, vor unserem Zimmer kriegen wir wieder einen Dachgarten. Zur sozialen Lage gehört natürlich auch, dass es dann sehr schnell ein Hausmädchen gibt, dass man eine Datscha mietet, dass man überlegt, ob man die Valuta-Beträge für die Anschaffung eines Autos benutzt, was dann aber aus taktischen Gründen aufgegeben wird. Mai hat so ein Auto. Und dass man natürlich an die Versorgung der ausländischen Spezialisten angebunden ist und also sozusagen eine Sonderexistenz führt. Wenn jemand krank ist, schickt die C-Com-Bank sofort einen Arzt. Und für den Umzug ins neue Haus, in dieses, hat dann Margarete auch Möbel entworfen, die die Bank hat fertigen lassen. Also da gibt es einen Dienstleistungsbetrieb von Seiten der Bank, der sozusagen alle Bedingungen doch zumindest erträglich macht. Ich will mal einen Punkt aufführen und dann schließe ich auch gleich ab. Ich weiß, da ist jetzt abgelaufen. Es gibt eben auch solche interessanten Beobachtungen und Berichte von Margarete, die wir eben für das nicht geschriebene Sowjetunion-Buch so sehr vermissen. Sie schreibt da 1931, glaube ich, also in der Zeit, im Text steht da alles genau drin, vor einiger Zeit hatten wir eine interessante Diskussion in unserer Wohnung mit einer russischen Gruppe junger Architekten und Bildhauer über Denkmäler. Sie hatten den Wunsch, in den neuen Städten eine Menge neuer Denkmäler aufzustellen, die dem Sieg der Revolution oder dem Andenken großer Menschen gewidmet sein soll. Wir versuchen Ihnen klarzumachen, dass diese Ideologie eigentlich unzeitgemäß sei und dass man, wenn man einem Engel einer Grabsteinfigur die Flügel abschneidet und ihm etwa eine rote Fahne in die Hand drückt, noch lange kein revolutionäres, modernes Denkmal geschaffen hat. Die Aussprache war sehr interessant und ich glaube, sowohl für die Russen als auch für uns sehr lehrreich. Nur so können wir langsam ein klares Bild über die Russen und die Russen über Westeuropa bekommen. Es wäre jetzt noch viel zu ergänzen, was alles fehlt und was natürlich auch recherchierbar ist. Die Reisen durch die Sowjetunion und das Ausland, was nahmen sie eigentlich wahr? Sie fährt zu den größten Zeiten der Hungersnot infolge der Kollektivierung durchs Land, natürlich immer mit unter Sonderbedingungen. Wie nimmt sie die politischen Umbrüche, also die Auflösung der Architektenverbände, die Debatte über den Sowjetpalast, die Valutakrise habe ich kurz angesprochen, zur Kenntnis? Wie erlebt sie die Reorganisation ihres eigenen Baubetriebes, den sie zwar dann irgendwann verlässt? Was ist mit den Zeiten des sogenannten kleinen Terrors, also nach der Ermordung von Kirov und der Anspannung 34? Was ist schließlich mit den Prozessen 36 und 37? Fakt ist, sie verlassen Wilhelm und Margarete und auch Hans Schmidt und seine Frau gerade noch rechtzeitig vor der Umsetzung der sogenannten deutschen Operation, des Politbüro-Beschlusses, dass sämtliche in strategisch wichtigen Bereichen befindliche Deutsche zu verhaften sind, die Sowjetunion. Und nach zwei Jahren, nach diesem deutschen Beschluss, sind von 55.000 verhafteten Deutschen, da wurden dann auch Österreicher und Schweizer, alle als Deutsch und teilweise deutsch sprechende Sowjetbürger als Deutsch, man fand vielleicht nicht so viele Deutsche, wie auf dem Plan standen, jedenfalls von den 55.000 sind 44.000 erschossen.
innerhalb von 2 Jahren, vor dem großen Terror, wir sind jetzt bei, also oder im Beginn des großen Terror, nur andeuten kann ich, dann ist wirklich Schluss, dass es eine Kommentarenakte gibt, die darauf basiert, dass Wilhelm Schütte 1937 an den Club der ausländischen Arbeiter, in den er eingetreten war, mit Margarete schreibt aus Paris und darum bittet, dass der Club seine gesellschaftliche Arbeit bestätigt. Offenbar brauchte er, so wurde auch in Moskau vermutet, eine Bestätigung seiner Aktivität, um in den Auslandsparteien, in den Exilparteien vorsprechen zu können. Er kriegt dann dieses Schreiben nicht, denn es gibt einen ganz hässlichen Bericht über ihn. Er hätte nämlich als der typische deutsche Intellektuelle und Jurist, Paragraphenreiter auf der Einhaltung seines Vertrages bestanden, berichtet eine frühere Mitarbeiterin aus diesem Standard-Gore-Projekt, Frieda Strich. Und auf der Basis dieses Zeugnisses, dieser Genossin, wird dann also eine Warnmeldung nach Paris gegeben, Vorsicht, da kommen verdächtige Elemente. Und es gibt also in der Endphase sozusagen eine massive Verdächtigung aus einem Bereich und dennoch finden sie eben im Exil dann den Zugang zu Hermann Duncker in Paris beziehungsweise zu Otto Heller von der KPÖ und dann setzt dann später die Geschichte mit dem Widerstand ein. Ich kann hier nur resümieren, dass es außerordentlich lohnt ist, die konkrete Chronologie, die institutionellen Verwicklungen der Arbeitsbeziehungen, alle Spuren der Aufnahme von Alltagsleben und von Reflexionen aufzunehmen, um dem Denken und dem Verarbeiten der sowjetischen Erfahrung näher zu kommen. Ich muss konstatieren, dass auch durch diese Buchproduktion, die eben genau diese Lücke lässt und die Lücke sozusagen durch das Widerstandsmotiv überblendet, sozusagen diese ganze Periode merkwürdig abgespalten ist. Es werden die heroischen Anfangsjahre, Aufbruch und Ankunft thematisiert und dann beginnt eigentlich gleich der nationalsozialistische Widerstand. Und die Legende, die das weitgehend mitstützt, ist natürlich diese Vertragsgeschichte. Hatte einen 5-Jahres-Vertrag und blieb etwas länger. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. So, jetzt kommen wir gleich zu unserem nächsten Referenten, Sebastian Engelmann. Er wurde gestern als der eine Pädagoge hier vorgestellt. Also wir sind auf jeden Fall interdisziplinär unterwegs mit einem Pädagogen. Sebastian Engelmann promovierte bis 2017 an der Universität Jena zur Pädagogik der sozialen Freiheit, Studien zu einem pädagogischen Kernproblem anhand von Minna Specht. Und aus dieser Liste sind auch zahlreiche Publikationen und Vorträge entstanden. Und momentan ist er Postdoc in der Abteilung Allgemeine Pädagogik an der Universität Tübingen und plant ein Projekt zur posthumanistischen Pädagogik. Darüber kann er gerne in der Pause, glaube ich, näher berichten. Ich habe das noch nicht so ganz durchdrungen. Und heute ist aber seine Aufgabe die Planung von Margarete Schütte-Wiorzki zu Kindergärten, die vorwiegend ja aus Architektur oder architekturtheoretischer Sicht bisher untersucht wurden, nun aus einer pädagogischen Perspektive neu zu beleuchten und auch die in der Theorie und Geschichte der Pädagogik neu zu verorten. Und darauf freue ich mich sehr. Jo, können Sie mich hören irgendwie? Klappt das? Gar nicht? Jetzt vielleicht? Nein? Okay. Dann nehme ich einfach das andere Mikro. So. Okay. Klappt jetzt? Super, alles klar. Margarete Schütze-Lihotzkys Haus für Kinder, eine Verortung in Theorie und Geschichte der Pädagogik. Erstmal ein sehr hochgegriffener Titel für 20 Minuten. Ich bin gespannt, wie ich damit umgehen kann. Man könnte den Vortrag auch ganz anders nennen, und zwar ist das überhaupt noch ein Kindergarten. Man könnte auch die Frage stellen, was ist eigentlich die Differenz zwischen Kindergarten, Haus für Kinder, Kinderbauten, Schulbauten etc., die in ihrer Mannigfaltigkeit in gestern und heute immer schon wieder aufgegriffen wurden. Bevor es losgeht, 2 Hinweise von meiner Seite quasi als Präliminarien. Zum einen bieten Leben und Werk von Schütte-Lihotzky aus, auch aus Perspektive historischer Pädagogik, zahlreiche Anknüpfungspunkte. Denn schließlich wurden gestern bereits der Wandervogel, die Jugendbewegung und auch die Verknüpfung zu Reformschulen genannt. Wir haben gestern kurz über Fritz Carsten und über andere gesprochen.
All das deutet auf eine gewisse Nähe zur sogenannten historischen Reformpädagogik hin. All dies, das muss ich Ihnen heute jetzt schon sagen, wird gleich nicht Thema sein. Stattdessen nehme ich die Perspektive einer allgemeinen Pädagogik ein, die Pädagogik zunächst als intentionale Steuerung von Lernprozessen und Erziehung in all ihren Facetten als anthropologische Konstante versteht. Ich achte also bei Margarete Schütte-Lihotzkys Bauten auf Pädagogik der Sache nach, nicht auf Pädagogik dem Wort nach. Somit biete ich eine Perspektive. Gestern ist mir aufgefallen, ich kann zu den sehr differenzierten Diskursen, die Sie alle aufgerissen haben, wohl nicht sonderlich viel beisteuern, glaube aber heute zumindest eine andere Perspektive auf das Ganze Ihnen ermöglichen zu können. Zunächst möchte ich mich ganz herzlich, wie auch meine Vorrednerinnen gestern und heute schon den ganzen Tag, für die Einladung zu dieser Tagung echt herzlich bedanken. Also vielen Dank, Marcel, vielen Dank. Dankeschön. Ich habe mich echt gefreut und ich freue mich auch immer noch hier zu sein. Zum einen, weil ich generell den interdisziplinären Austausch mit einer thematischen Fokussierung sehr schätze. Und zum anderen, und das ist das Add-on von gestern, ich habe hier schon eine Menge gelernt, gerade auch von Ihnen. Außerdem hat mir die Einladung ermöglicht, mich überhaupt mal mit Margarete Schütte-Lihotzky auseinanderzusetzen. Wahrscheinlich wäre ich sonst nicht unbedingt über sie gestolpert. In meinem kurzen und reduzierten Vortrag möchte ich Sie sozusagen pädagogisch aufklären. Sie können sich jetzt gerne an Niklas Luhmann erinnert fühlen, der mal von soziologischer Aufklärung gesprochen hat. So etwas Autoritäres habe ich heute tatsächlich nicht vor. Stattdessen möchte ich die These plausibilisieren, dass die Architektur Schütte-Lihotzkys, genauer noch ihre Architektur für Kinder, noch spezifischer ein hier in Wien stehender Kindergarten, ohne weiteres im Rahmen der andauernden Diskussion um den Zusammenhang von Pädagogik und Reform eingeordnet werden kann. Als Objekt der Betrachtung wähle ich nicht etwa die Entwurfslehre für Kindergärten Schütte-Lihotzkys oder andere ihrer Schriften, sondern gleich das Gebäude selbst, den Kindergarten am Kapaunplatz. Wie ich bereits mitgeteilt bekommen habe, und wir haben gerade schon drüber gesprochen, gleich geht es noch spezifischer um den Kindergarten. Es wurde gerade auch schon angemerkt, wir reden plötzlich total viel über Kindergärten und gar nicht mehr so viel über die Küche. Mal schauen, was da passiert. Ich gehe davon aus, dass sich insgesamt nur recht wenige Überschneidungen ergeben werden. Und sonst, selbst wenn es zu Überschneidungen kommen sollte, der doch recht bekannte Pädagoge Johann Friedrich Herbert hat in seiner Unterrichtslehre geschrieben, dass Wiederholung fast das wichtigste Element von Lernen ist. Also wenn Sie Dinge öfter hören, ist das vielleicht ganz gut, dann bleibt es nämlich hängen. Kurze Frage so, vielleicht kleines interaktives Element. Wer kennt denn diesen Kindergarten am Kapaunplatz? Ich gehe mal davon aus, einige kennen ihn, ne? Kommen ja auch ein paar aus Wien. Super, wundert mich jetzt nicht. Wer von Ihnen war da schon mal drin? Optimal, gut. Für diejenigen, also auch für die, die schon drin waren, auch für diejenigen, die noch nicht da waren, habe ich ein kleines Video als Einstimmung mitgebracht und dankenswerterweise wurde im Sommersemester 2017 an der TU Wien ein Seminar zu Denkmälern durchgeführt. Lassen Sie sich also einmal kurz inspirieren von diesem dreiminütigen Video, was hoffentlich startet. Im Jahre 1952 wurde der Fröbel-Kindergarten nach den Plänen der Architektin Margarete Schütte-Lihotzky errichtet. Es handelt sich um einen ebenerdigen Ziegelbau mit Walmdach, mit einem H-förmigen Grundriss. Erschlossen wird das Gebäude über den zentralen Eingang an der Nordwestfassade. Vom Eingangsbereich fällt der Blick durch eine großzügige Fensterfront in den Speisesaal mit Zugang zur überdachten Terrasse und dem Badegarten mit Planschbecken. Aus sicherheitstechnischen Gründen gibt es dieses Planschbecken heute nicht mehr. Seitlich der Halle befinden sich die Zugänge zum Büro, dem Personalzimmer und den langen, schmalen Gängen. Von hier aus gelangt man zu den Nebenräumen wie Küche und Waschraum. Am Ende des Ganges befinden sich zu beiden Seiten jeweils die 60 Quadratmeter großen Gruppenräume für jeweils 30 Kinder. Der direkte Bezug zur Natur durch die großen Terrassentüren der Gruppenräume ist ein wichtiges Merkmal des Gebäudes. Ein großzügig gestalteter Garten rundet das architektonische Konzept ab. Namensgebend war der Begründer des Kindergartens, Friedrich Wilhelm Fröbel. Zu seinen Ehren befindet sich auch ein Schriftzug im Eingangsbereich. Am 7. Juni 1952 wurde der Kindergarten unter dem Bürgermeister Franz Jonas mit folgenden Worten eröffnet. Der Fröbel-Kindergarten am Kapaunplatz ist ein bedeutsamer Markenstein auf dem langen Weg zu einer harmonischen Gesellschafts- und Stadtform. Er ist der 150. Kindergarten, den die Stadtverwaltung in Betrieb nimmt. In
jener Reihe von sozialen Einrichtungen, die seit 1918 systematisch dem großen Ziele zu dienen hatten, Wien zum Vorbild einer sozialen Großstadt zu machen, in der dem einzelnen Bürger ein Höchstmaß an Sicherheit und Lebenskultur gewährleistet wird. Die Wohnhausanlage am nördlichen Kapaunplatz entstand nach dem Zweiten Weltkrieg und ist eine Erweiterung eines der größten Wiener Wohnhausanlagen des Roten Wiens, der 1930 bis 1933 von Rudolf Perko errichteten Wohnstadt am Friedrich-Engels-Platz. Als die Wohnungsnot 1954 immer drängender wurde, entschloss man sich, die bestehende Anlage nach abgeänderten Plänen großflächig nördlich und östlich des Kapaunplatzes zu erweitern. In der Folge wurde zwischen 1950 und 1953 die Wohnhausanlage Kapaunplatz 4 bis 6 und 7 gebaut. Also zum einen kann man zu dem Video natürlich sagen, dass es ein Top-Video ist. Ich habe mich wirklich sehr gefreut, als ich das gefunden habe, weil ich es extrem anschaulich finde. Man könnte ausgehend von diesem Video über zahlreiche Aspekte sprechen. Die pädagogisch informierten Zuschauerinnen, und ich gehe mal davon aus, dass hier irgendjemand sitzt, der vielleicht mal im Nebenfach Pädagogik oder Erziehungswissenschaft studiert hat, horchen wahrscheinlich zunächst beim Namen Friedrich Wilhelm Fröbel auf, dessen Worte prominent an der Wand des Gebäudes platziert sind. Fröbel muss wohl als der Nestor der deutschsprachigen frühkindlichen Erziehung verstanden werden, obgleich die mit ihm arbeitenden Erzieherinnen einen wahrscheinlich größeren Teil zu seinem Ruhm beigetragen haben, als die klassische bildungshistorische Forschung aufgrund fehlender Sensibilität bis vor einiger Zeit ausgemacht hat. Kein anderer Name wie der von Friedrich Wilhelm Fröbel ist so sehr mit einem weiteren Begriff verknüpft wie seiner. Er gilt nicht zu Unrecht als Erfinder des Kindergartens. Kindergarten, ne? Das ist ein Wort, das verwenden wir alltäglich. Ich persönlich finde, es ist ein recht interessantes Wort, wenn wir uns das mal vergegenwärtigen. Es besteht aus zwei Elementen, die in der Ideengeschichte der Pädagogik auf unterschiedlichste Arten akzentuiert und verbunden wurden. Es verbindet sie auf eine sehr spezifische Art und Weise. Zum einen wird uns ein Hinweis darauf gegeben, welches Verständnis von Kind im pädagogischen Konzept implizit transportiert wird. Zum anderen, welche Vorstellung von Erziehung eigentlich vertreten wird. Das alles nur in der Begriffsverwendung von Kindergarten, ist das irgendwie trivial, was der Engelmann da erzählt? Ich denke nicht, dass es trivial ist und ich denke, dass es auch ganz informativ und interessant sein kann, dem mal nachzugehen. Zunächst möchte ich mich dem Verständnis von Kind zuwenden. Die Kindergärten Fröbels sind bis heute, ganz im Sinne von Jean-Jacques Rousseau, idealtypisch darauf aus, möglichst natürliche Umgebung zu kreieren, beinahe urwüchsig die Kinder idealtypisch als Teil der Natur aufwachsen zu lassen. Gerne wird in Einführungsveranstaltungen zur Pädagogik dann folgendes Bild angeführt, was sicherlich auch einige kennen. Zur Veranschaulichung hier das doch recht bekannte Gemälde »Die Hülsenbeckschen Kinder« von Philipp Otto Runge und direkt danach folgend die pädagogische Interpretation des Ganzen. Wir als Betrachterin sind auf der Höhe der Kinder. Die Kinder sind also die Norm, an der das Bild ausgerichtet ist. Dies gilt auch für die Kindergärten im Sinne Fröbels und anderer. Wie die meisten im weitesten Sinne reformpädagogischen, also auf gesellschaftliche Veränderungen und alternative Lernweisen abzielenden Institutionen, ist auch in Fröbels Kindergarten das Kind die Norm. Kindergärten gestalten sich in vielen Fällen als kleine Schutzräume aus, dazu später noch mehr. Die Kinder auf Runges Gemälde werden, je nach Alter, als der Natur zugehörig dargestellt. Das Jüngste der Kinder ist noch nah an der Natur. Es wird jedoch von seinen Geschwistern in Richtung Kultur gezogen. Auf der imaginierten Achse wird das Kind zur Pflanze, wenn wir es noch weiter in Richtung der großen Sonnenblumen rücken würden. Zudem hat dieses kleine Kind gar keine Möglichkeit, sich dagegen zu wehren, dass es aufwächst und in Richtung Kultur gezogen wird, denn es sitzt doch recht immobil da im Handwagen und starrt uns an. Kinder, ja, die wurden in der Pädagogik zumindest im 17., 18. und auch 19. Jahrhundert immer mal wieder mit Pflanzen verglichen und sie finden das, wenn sie genau gucken, auch in aktueller Ratgeberliteratur immer wieder. So beginnt auch der bekannte Erziehungsroman Emile von Rousseau mit der Metapher des Baums. Dieser Baum wächst, wie es dem angenommenen Telos der Pflanze entspricht, gerade nach oben. Sonne kommt ja auch meistens von oben. Nun können Bäume aber auch verbogen werden. Wenn sie von Menschen beeinflusst werden, prägen sie laut Rousseau gar eigentümliche Gestalten aus. Ähnlich ist es für Rousseau mit den Kindern.
Diese sind in ihrer Natur ursprünglich. Sie sind für Rousseau und auch für Fröbel ein Teil der ursprünglich guten Natur. Sie kennen vielleicht diesen zentralen Satz am Anfang des Emils: Alles ist gut, wie es aus den Händen des Schöpfers kommt, alles entartet unter den Händen des Menschen. Darauf baut Rousseau dann seine kulturkritische Erziehungs- und Bildungstheorie auf. Nehmen wir nun die Pflanzenmetapher genauer in den Blick, ergeben sich mit ihr mindestens zwei verschiedene Interpretationen des Pflanzenkindes. Zum einen kann Pflanze dahingehend verstanden werden, dass diese lediglich ein wenig Schutz, ein bisschen Nahrung und eben genau jenes Maß an Freiheit benötigt, sich selbst ihren Potenzialen entsprechend auszubilden. Wir kennen das wahrscheinlich alle, gießt man eine Pflanze zu viel, geht sie genauso schnell ein, wie wenn man eine Pflanze zu wenig gießt, das musste ich vor 2 Wochen schmerzlich erfahren. Eine solche Pädagogik wird beispielsweise von Anton Hügli als Bewahrpädagogik beschrieben. Die Bewahrpädagogik vertraut auf das Gute, sie will nicht eingreifen, sie erzieht wie der Erzieher in Rousseaus Emil nur negativ. Sie erzieht durch die Abwehr von äußeren Einflüssen. An die Gesellschaft ist sie idealtypisch nicht gebunden, stattdessen versucht sie sogar, die schädlichen Einflüsse aus dem Garten fernzuhalten, ganz im Sinne des durchaus tradierten Motivs eines sündenfreien Garten Edens. Konträr zu dieser Vorstellung von Einrichtungen für Kinder als Garten findet sich in der Geschichte der Pädagogik auch die Idee des Treibhauses. Diese wird im 18. Jahrhundert als gefährlich abgetan, als widernatürlich. So findet sich beispielsweise auf der Titelvignette des im 18. Jahrhundert weit verbreiteten Werks von August Hermann Niemeyer die Doppelstruktur von Natur und Kultur in Form von Baum und Treibhaus wieder. Sie sehen, eines der Mädchen oder Frauen, ich glaube in dem Fall sollen es Mädchen sein, wenn man Niemeyer folgt, schaut begehrlich auf den natürlichen Apfel, das andere schaut auf das Treibhaus, in dem wohl ebenfalls Früchte wachsen. Und auch wenn das Treibhaus in der Pädagogik des 18. und 19. Jahrhunderts als negativ markiert wird, weist es doch auf eine zweite, relevante Art der Pädagogik hin, die Kontrollpädagogik. Unter Kontrollpädagogik verstehen wir zunächst alle Arten von intentionaler Lernsteuerung, die versuchen, über die Kontrolle von allen möglichen Einflussfaktoren Erziehung zu befördern. Kontrolle, das bedeutet hier vor allem den Ausschluss von ungewünschten Dispositionen. Und was ist dafür besser geeignet als die Konstruktion eines besonderen Ortes, eines wahrlich pädagogischen Ortes? Sie kennen möglicherweise diesen hier kolorierten Kupferstich, der dem bekannten Buch Utopia von Thomas Morus in vielen Ausgaben vorangestellt ist. Utopia, das ist ein in sich geschlossenes System. Alle Regeln dort sind sanktionsfähig, alle Faktoren in Utopia, auf Utopia sind kontrollierbar. Alles, was gewünscht ist, ist integriert. Und alles, was nicht gewünscht ist, wird ausgeschlossen. Wichtig ist hierbei der räumliche Faktor. Utopia ist eine Insel und selbst per Schiff folgt man den imaginierten Vorstellungen von Morus nicht leicht zu erreichen. Genau wie die Klöster des Mittelalters oder die Philanthropine der Moderne wurde in der Imagination von Morus hier ein pädagogischer Ort geschaffen, der intentional konstruiert ein spezifisches Set an Dispositionen bereitstellt. Der Ort, die Insel Utopia, die Philanthropine in Thüringen, beispielsweise Schnepfenthal, ist dabei zugleich Mittel und Träger von Erziehung. Mittel ist der Ort, weil er selbst in seiner Materialität einschränkend und ermöglichend wirkt. Ein Zaun um einen Garten beispielsweise verhindert, das Gelände zu verlassen. Eine Mauer hingegen versperrt sogar die Sicht auf das, was außerhalb des Geländes liegt und was auf dem Gelände geschieht. Träger von Erziehung ist der Ort, weil Menschen den Ort mit einer spezifischen Intention geschaffen haben. Sie haben ihn designt, gestaltet, um zu erziehen. Und so schließt sich der Kreis und wir kommen von der Insel Utopia und den Philanthropien in Thüringen wieder nach Wien zurück. Eine weitere kurze Videosequenz kann uns verdeutlichen, wie Schütte-Lihotzkys Bau in Wien vor dem Hintergrund meiner bisherigen Überlegungen einzuordnen ist, aus demselbigen Projekt, aus dem das erste Video auch war. Der Speisesaal. Schon bei ihrer Planungstätigkeit für Schulen und Kindergärten in der Sowjetunion entwarf sie die Bauten in interdisziplinärer Zusammenarbeit mit Ärzten und Pädagogen. So kam es, dass die Bauten funktional stark getrennt wurden. Jede Tätigkeit bzw. Funktion bekam einen eigenen Raum. Ein Saal, der gegebenenfalls alle Kinder des Kindergartens gleichzeitig aufnehmen kann, forderte Margarete Schütte-Lihotzky. Als Ort des Gemeinschaftslebens konzipiert, sollten hier Feste gefeiert, Theater gespielt, gesungen, musiziert und getanzt werden. Ebenso war es ihr wichtig, dass der Saal nicht nur für besondere Anlässe genutzt wurde. Denn auch im Winter wurde Platz für die täglichen Bewegungsspiele wie Laufen, Springen
und Gymnastik benötigt. Dieser zentrale Saal wird direkt von der Eingangshalle über zwei Türen erschlossen. Er ist an der Südseite großzügig verglast und erhält zusätzlich indirektes Licht über die Innenfenster zum Eingang. Dadurch kann das Geschehen von den Kindergärtnerinnen oder den Eltern von außen mitverfolgt werden. Der Außenbereich wird durch die bauliche Anordnung der Mehrzweckhalle in mehrere Teile gegliedert und bietet somit einige windgeschützte Ecken zum Spielen. Bei ihren Entwürfen für die Kindermöbel legte sie großen Wert auf optische und physische Leichtigkeit, Stabilität und Raumersparnis. Praktische Stapel und veränderbare Möbel, die leicht zu reinigen sind und zusätzlich die manuelle Geschicklichkeit der Kinder fördern. Was haben Sie gesehen? Das können wir jetzt leider nicht so dialogisch erarbeiten, aber ich werde Ihnen jetzt erklären, was ich gesehen habe und Ihnen damit auch ein wenig vorschreiben, was Sie möglicherweise gesehen haben. Sie sahen vielleicht einen stark segmentierten Ort zur Modularisierung des Kindergartens und zur genauen Struktur gleich noch einiges mehr, glaube ich zumindest. Einen Ort, an dem Kinder zwar spielen und sich erproben sollen, aber das stets unter dem wachsamen und kontrollierenden Blick von Erwachsenen. Sehr interessant finde ich die Idee, dass die Eltern auch von außen in den Kindergarten mit reinschauen dürfen. Der Ort, den wir uns gerade angeschaut haben, ist somit ein kontrollierter Ort, der in seiner ganzen Struktur, so möchte ich meinen, auf das Lernen der Kinder unter Beobachtung ausgerichtet ist. Die Fenster, die großen Fenster, die wir auch gestern schon nicht angeschaut haben, aber über die wir schon was gehört haben, erzeugen zunächst ein Sichtbarkeitsregime, das das Kind als Objekt der Beobachtung zum Subjekt im Kindergarten macht. Zugleich ergibt sich durch sie ein geöffnetes Setting, unschwer durch eben jene Fenster zu erkennen. Der Kindergarten, über den ich gerade gesprochen habe, der sich eben auch durch seine Abgrenzung zum Nichtgarten auszeichnet, wird so ein wenig näher an die Lebensrealität der Erwachsenen herangerückt. Zwar sollen die Kinder weiterhin Kinder sein und die Möbel sind ganz im Sinne des Diktums von Maria Montessori kleine Möbel für kleine Menschen und an sie angepasst, sie sind jedoch bereits in die funktionalistische und rationalisierte Welt außerhalb des vermeintlichen Gartens eingewoben. Dies ist jedoch von meiner Seite keineswegs abwertend gemeint, auch wenn man es heute so lesen könnte und pauschale Kulturkritik gerade in der kritischen Erziehungswissenschaft immer gern genommen wird. Denn einige Jahre vor Schütte-Lihotzky, genauer 1919 und 1921, entwickelte ein Pädagoge aus der Ukraine, namentlich Pavel Petrovich Blonsky, sein Modell der sogenannten Arbeitsschule und schließt explizit auch einen Kindergarten mit ein. Auch dieses Modell von Blonsky setzt auf das Erlernen von funktionalen Zusammenhängen und eine generelle Öffnung der Bildungseinrichtung, auch für ökonomische Verhältnisse außerhalb des Gartens. Ein spezifischer Fokus bei Blonsky liegt ebenfalls auf den räumlichen Aspekten des Schulgebäudes. Und auch bei Blonsky gilt, dass die Kinder vergemeinschaftet werden sollen. Auch er platziert einen Saal in der Mitte der Schule. Der vereinzelten Paukschule setzt er eine Arbeitsschule entgegen, in der vielfältige Möglichkeiten, auch für feste und heute würde man von selbstgesteuertem Lernen sprechen, verfügbar sind. Ersteres, also diese kollektivierende Maßnahme mit einem Saal, würde heute wahrscheinlich im Namen der Individualisierung abgetan werden. Ich denke aber, dass in dieser Verbindung von kollektivierenden Maßnahmen, vergemeinschaftenden Maßnahmen im Kindergarten auch ein Moment sich auszeichnet, ausweisen lässt, dass Schütte-Lihotzky als politische Denkerin auch in ihren Bauten für Kinder ausweisen kann. Die Kinder im Kindergarten werden von ihr als Teil der Gesellschaft gedacht, der integriert werden muss. Deshalb schließt der Kindergarten an die Logik der Gesellschaft an und bricht nicht zwingend mit ihr, wie es dieser idealtypische Garten tun würde. Zugleich werden die Kinder, ganz im Sinne von Blonsky und anderen Reformpädagoginnen, vergemeinschaftet. So werden Garten und Treibhaus miteinander verbunden. Es entsteht ein pädagogisches Setting, das maßgeblich über das räumliche Arrangement gestaltet wird. Dieses lässt frei halten, befördert aber auch spezifische Erziehungsziele. Durch die Gestaltung des Kindergartens werden die Kinder zugleich als zu schützende und zu kontrollierende Wesen markiert. Zeitgleich liegt in der Kontrolle der Kinder ein Moment der gesellschaftlichen Reform. Pädagogisch kontrolliert soll hier Gemeinschaft ausgebaut werden, die trotzdem Rückzugsraum in den gerade im Video erwähnten windgeschützten Ecken bereitstellt. Auf diese Art wird auch der Kindergarten Schütte-Lihotzkys zum Teil eines reformerischen Projekts, das von heutigen Bemühungen der Frühpädagogik, möglicherweise sagt der ein oder andere das Stichwort Early Excellence etwas, gar nicht so weit entfernt ist.
Hierbei ist die genaue Betrachtung der intentionalen Konstruktion und Gestaltung des Raums in interdisziplinärer Perspektive weiterhin ein Desiderat, was in seiner Komplexität hier nur angerissen werden konnte. Für weitere Arbeiten ist es notwendig, das Politische in Schütte-Lihotzkys Werk zu fokussieren und eben auch ihre Bauten für Kinder als politisch-pädagogisches Projekt zu verstehen. Denn gerade hier setzen politisch motivierte Pädagogiken Anfang des 20. und Ende des 19. Jahrhunderts an. Sie wollen neue Menschen formen und das geht bei jungen Menschen, die sehr formbar sind, wohl noch am besten. Die generell auf Emanzipation abzielenden Pädagogiken sind hierbei genauso kritisch in den Blick zu nehmen wie andere. Da bildet auch das soeben als pädagogisch ausgewiesene Werk von Schütte-Lihotzky keine Ausnahme. Vielen Dank. Vielen Dank für die Zeitdisziplin. Jetzt kommen wir zum letzten Referenten. Christoph Freier ist freier Kunst- und Kulturtheoretiker und gleichzeitig auch Webdesigner und lebt und arbeitet hier in Wien. Sein Studium der Kunstgeschichte an der Universität Wien endet er mit einer Diplomarbeit zu dem Kongressplatz von Erich Leischner, eine Freizeitanlage des Roten Wiens, Schwimm-, Sonnen- und Luftbad, Kinderfreibad und Park. Er inventarisierte unter anderem die Nachlässe von Raimund Abraham und Günther Domenik für das Architekturzentrum Wien und kuratierte auch die Ausstellung zu dem Architekten Raimund Abraham. Zu diesem Architekten sind auch zahlreiche Publikationen erschienen. Die jüngste Publikation zu Die Gartenstadt für Kinder, zur Idee eines Kinderheims am Stadtrand von Wien, die gerade im Erscheinen ist oder jetzt schon erschienen ist, führt uns auch zu dem heutigen Forschungsschwerpunkt des Panels und Christoph Freier hält jetzt nun einen Vortrag zu Schütte-Lihotzkys Bauten für Kinder. Ich wollte mich für die Vorstellung bedanken und mich auch herzlich für die Einladung an diesem Symposium teilzunehmen, auch bei Bernadette Reinhold und Marcel Bauer bedanken. Als erstes muss ich sagen, dass sich sicher einige Sachen überschneiden werden durch die Vorredner und ja, es ergibt sich halt im Moment ein bisschen, der Kindergarten ist die neue Küche. Es dürfte im Moment anscheinend in der Luft liegen. Und der Titel meines Vortrages ist allgemein mit Margarete Schütte-Lihotzky Bauten für Kinder angegeben. Ich möchte mich aus Zeitgründen aber rein auf die Kindergärten beschränken. Es soll hier vor allem der Fokus auf die Entwicklung einiger Elemente aus Grete Schütte-Lihotzkys Werk aufgezeigt werden. Ich beschränke mich bewusst auf die architektonische Darstellung, da meine Vorredner, wie eben schon gesagt, das Thema von Seiten der Pädagogik aufgeholt hat. Andere Sachen haben wir auch schon gehört, die auch sehr spannende Ansätze sind, wo ich finde, dass Wiederholungen nicht schaden, weil es eben andere Perspektiven sind. Vorab werde ich Ihnen einen kurzen Werbefilm der Stadt Wien aus dem Jahr 1963 zeigen. Zu beachten sind hier vor allem zu Beginn die Bilder aus den alten Kindergärten. Seit etwa 100 Jahren gibt es in Wien Kindergärten. Aber erst Julius Tandler, der große Arzt, erkannte, dass Fürsorge eine gesellschaftliche Verpflichtung sei. Er war der Schöpfer des Wiener Volkskindergartens. Wiens Kindergärten sind zweckmäßig gestaltete Häuser für Kinder. Sie sind, als Helfer der Familie, der Mutter vor allem, eine unumgängliche sozialpädagogische Einrichtung. Thank you.
moderne Kindergarten ist ein Tagesheim. In unserer Welt, die nur das Maß der Erwachsenen zu kennen scheint, ist der Kindergarten ein wirkliches Kinderland, in dem die Kinder ihr Leben leben. Jetzt, heute, in der guten neuen Zeit. Nach dieser geschönten Werbewelt jetzt doch zur Theorie und zur Realität. Dazu möchte ich ein Zitat von Grete Schütte-Lihotzky bringen. Die Kindergärten stellen das Bindeglied zwischen häuslichem Leben und Arbeitsleben in der Schule dar. Sie führen das Kind allmählich aus dem familiären Rahmen hinaus zur Allgemeinheit, in die Gemeinschaft und geben ihm eine Bereicherung seines Lebens, eine Bereicherung, zu der auch wir Architekten unseren Teil beitragen wollen. Zitat Ende. Als Einleitung gebe ich eine kurze Einführung zur architektonischen Entwicklung der Kindergärten. Die ersten Kindergärten waren eigentlich Kleinkinderschulen, beginnend in Schottland mit Robert Owens Schule in New Lanark, Eröffnung 1816, wird die Entwicklung schnell von Samuel Wilderspin durch seine Schriften 1823-25, der nicht nur eine Erziehungsmethode, sondern auch einen Schultypus entwickelte. Das wird eben dann in England fortgesetzt. Als der in Wien ansässige Philanthrop Josef Ritter von Wertheimer das Wilderspinsche System in England kennenlernte, war er derart von dessen Idee der Kleinkindererziehung begeistert, dass er Wilderspins berühmtes Werk zu den sogenannten Infant Schools ins Deutsche übersetzte und 1825 publizierte. Das ist eben hier der Titel über die frühzeitige Erziehung der Kinder und die englischen Kleinkinderschulen oder die Bemerkungen über die Wichtigkeit, die kleinen Kinder, der Armen, im Alter von 1,5 bis 7 Jahren zu erziehen. Also hier schon sehr wichtig implementiert, dass es auch vor allem die Kinder der Armen sind. Weil normal waren Kindergärten eigentlich immer etwas für Reiche. Von Wertheimer und Wilderspin inspiriert, gründete Theresia Brunswick-Boromper 1828, also nur 2 Jahre später, in Budapest die erste Kleinkinderbewahranstalt Ungarns. Den sogenannten Engelsgarten, der unter anderem in einem Bericht aus dem Jahr 1830 als Kleinkindermusterschule überliefert ist. Im selben Jahr gründete Josef Wertheimer gemeinsam mit dem Pfarrer Johann Lindner unter dem Namen Einrichtung für noch nicht schulpflichtige Kinder Wiens ersten Kindergarten. Wien galt damit als eine der frühen Hochburgen des Kindergartenwesens. Man muss dazu sagen, dass im selben Jahr auch noch 2 andere Kindergärten gegründet wurden. Erst 10 Jahre später, 1840, entstand Friedrich Fröbels Kindergarten im thüringischen Bad Blankenburg, der aber noch keine spezifische Architektur aufwies. Es war eben ein normales Haus, das er nur dazu verwendet hat. Berühmt ist halt der Garten, den er dort hatte und seine Methoden. Zur Architektur der Kindergärten. Die frühen Kindergärten waren baulich eher an Schulen orientiert. Eine Darstellung für eine Kleinkinderschule nach Samuel Wilderspin zeigt, dass die Kinder auf einer Galerie bzw. entlang der Wände saßen. Sie wurden vom Lehrer und von sogenannten Monitoren, das waren ältere Kinder, unterrichtet. Baulich empfahl Wilderspin lichtdurchflutete, blendfreie Räume mit Fenstern, die so hoch angelegt sein sollten, dass die Kinder einerseits nicht durch Zugluft beeinträchtigt, andererseits nicht von den Geschehnissen im Außenraum abgelenkt werden. Aus gesundheitlichen Gründen empfahl er auch eine getrennte Garderobe für nasse Kleidung. Als unabdingbar sah er einen Hof mit Spielplatz und schottischer Schaukel, das sind Seile an einem Pfosten, montiert an. Zu sehen sind auf dieser Abbildung jetzt da oben im oberen Bereich der Klassenraum. Rechts sieht man die Galerie und in der Mitte sind kleine Pfosten, wo Lehrtafeln angebracht waren. Der große Bereich sind oben die 2 Punkte, das sind diese 2 Spielschaukeln und ein umlaufendes Beet ist auch noch in dem Hof.
1898 zum Regierungsjubiläum Kaiser Franz Josefs entwarf Albert Pecher im Auftrag des Vereins für Kindergärten und Kinderbewahranstalten in Wien einen Musterkindergarten, der auch auf der Wiener Jubiläumsgewerbeausstellung gezeigt wurde. Zu sehen sind hier nach einer Vorhalle ein mittiger Korridor, links liegen die Garderoben und zwei Gruppenräume, rechts der Spielsaal. Die WCs sind zentral angeordnet, im großen Hof befinden sich zu beiden Seiten gedeckte Veranden. Wenige Jahre später, 1910, ein Beispiel von Adolf Stöckl, Architekt des Wiener Stadtbeamtes. Der mehrstöckige Kindergarten im Wien 21er Bunsengasse, er existiert heute noch, weist in beiden Etagen mehrere Beschäftigungsräume und einen Spielsaal sowie eine Veranda auf. Vom Stiegenhaus gelangt man in die zentralen Garderoben, über die der Spielsaal und die Beschäftigungsräume erschlossen werden. Zur Außenansicht. Der Gesamteindruck des Aufbaus und des Äußeren gleicht nicht nur einem Schulbau, es wird sogar betont, dass, Zitat, beim Bau des städtischen Kindergartengebäudes die Grundsätze und die Bauweise der städtischen Schulbauten volle Anwendung finden. Zitat Ende. Nur zur Illustration, wie 1910 sogenannte Beschäftigungsräume ausgesehen haben, die 1915 auch noch für modern anerkannt waren. Und so viel zum kurzen historischen Überblick. Ich komme jetzt zu den Kindergärten von Margarete Schütte-Lihotzky, denen ich eine immer wiederkehrende Aussage der Architektin voranstellen will. Die Misere der berufstätigen Frau, die ihre Kinder im Vorschulalter während der Arbeitszeit nicht unter pädagogisch geschulter Aufsicht bringen kann, ist bekannt. Die Lösung dieses Problems kann nicht der Abbau berufstätiger Frauen, sondern nur der Aufbau zahlreicher Kindereinrichtungen sein. Margarete Schütte-Lihotzky beschäftigte sich bereits relativ früh mit dem Kindergartenbau, während in der Tätigkeit in der Typisierungsabteilung in Frankfurt, wo sie 1926 von Ernst May berufen wurde, entwarf sie 1928 gemeinsam mit Eugen Kaufmann einen eingruppigen Montessori-Kindergarten für die Siedlung Ginheim. Ein Jahr später, 1929, erstellte sie ein Programm für Kindergärten und plante einen völlig neuen Kindergartentypus in Pavillonbauweise für die Siedlung Braunheim. Dieser Kindergarten für rund 100 Kinder, der wie jener für die Siedlung Ginheim nie verwirklicht wurde, war seinerzeit voraus und bildete die Basis späterer Planungen, auf die Schütte-Lihotzky immer wieder zurückgreifen sollte. In dem Nachlass ist eine Dokumentation dieses Entwurfs erhalten. Die Architektin sah hierbei Pavillons für drei Gruppen und einen Gymnastikraum vor, die kreuzförmig um eine zentrale Halle angeordnet sein sollten. Jede Gruppe erhält einen eigenen Hausteil mit eigenem Garten. Der Vorteil der Pavillonbauweise ist die möglichst nahe Verbindung von Außen- und Innenraum und der starke Bezug zum eigenen Gruppenraum. Diese neue Bauweise, die es beim Kindergartenbau bis dahin wahrscheinlich noch nicht gab, wurde zu dieser Zeit vor allem von Reformpädagogen und Hygienikern propagiert. Dadurch man konnte besonders hygienische Bedingungen schaffen, es war viel Luft, Licht und Sonne für die Kinder vorhanden und wie man auch auf diesem Plan sieht, also es bestehen praktisch vier Quadranten und man konnte von jedem Pavillon direkt in einen zugehörigen Garten gehen. Und dadurch auch praktisch, soweit es das Wetter zuließ, den Großteil des Tages im Freien verbringen. Von der Idee beseelt, die Wege kurz zu halten und wenig Raum zu verschwenden, entstand der möglicherweise erste Kindergarten, wie eben gesagt, mit zentraler Halle. Die Pavillons sind dabei kreuzförmig um einen zentralen Raum, der in der Mitte zu sehen ist, angeordnet, von dem aus alle Räume, die nicht für die einzelnen Gruppen bestimmt sind, direkt zugänglich sind. Das sind Räume wie zum Beispiel das Büro, das Arztzimmer, die kleine Küche und sonst WCs etc. gehörte zu jeder Gruppe speziell dazu. Das war eben nicht, dazu musste man nicht in den zentralen Raum. Durch diese Anordnung vermeidet die Architektin kostspielige lange Korridore und kann das so eingesparte Geld, wie sie sagt, in einen nutzbringenden Raum, eben die zentrale Halle, investieren. Bereits bei diesem Frankfurter Kindergarten beabsichtigte sie auch andere Neuerungen. Gruppenweise getrennte Spielplätze, große Fenster mit niedrigen Parapeten, damit die Kinder auch ins Freie sehen können. Vor diesen Fenstern sollten sich auch Beete befinden. Diese Elemente sind natürlich nicht alle ihre Erfindungen, sondern lagen zu dieser Zeit in der Luft. In Wien entstanden fast gleichzeitig am Rudolfsplatz das von ihr geschätzte Haus der Kinder, 1929 von Franz Schuster errichtet,
Oder ein weiterer Montessori-Kindergarten, 1929-30 von Franz Singer und Friedel Dicker im Wiener Goethehof errichtet. Beide Anlagen weisen Elemente auf, die auch bei Margrethe Schütte-Lihotzkys Entwürfen zu finden sind. Die großen Fenster liegen niedrig über dem Boden. In Braunheim wie in Wien waren lediglich 60 cm Parapethöhe konzipiert, sodass eben die Kinder hinausschauen konnten. Die Fensterbreite sind tief genug, damit sie auch zum Abstellen von Pflanzen bzw. zu anderen Verwendungen nutzbar sind. Die Gruppenräume sind mit Nischen versehen. Die erweiterten Nutzungsvarianten wie Rückzugsort für Kinder, Wirtschaftssaal mit Abwasch etc. dienen. Diese modernen Konzepte entstanden bei Schütte-Lihotzky und auch bei den anderen Architekten in enger Zusammenarbeit mit Pädagogen und Ärzten. Wie gesagt, das muss man eben immer wieder betonen, dass es nicht von den Architekten alleine ist, sondern dass es immer eine in Kombination war. Hierzu der Grundriss vom Kindergarten von Franz Schuster. So war in Wien die Montessori-Pädagogin Lili Rubitschek federführend, die bei Franz Schusters Haus für Kinder das Raumprogramm stark mitgestaltete und zu diesem Kindergarten gesagt hatte, Zitat: "Wir bemühen uns, ein Haus für der Kinder zu schaffen, das heißt ein Haus, in dem alle Möbel und Gebrauchsgegenstände den kindlichen Maßen angepasst sind." Zitat Ende. Wie bei Margrethe Schütte-Lihotzky werden auch hier die Fenster besonders bedacht. Und wieder Lili Rubitschek: "In einem Haus für Kinder ist es daher eine Selbstverständlichkeit, die Fensterbrüstungen so niedrig zu machen, dass die Kinder auch beim Fenster hinaussehen können. Die Fenster des Saales sind daher so ausgebildet, dass das Fensterbrett 60 cm über dem Fußboden liegt." Man muss sagen, das ist gleichzeitig an verschiedenen Orten, also Wien und Frankfurt. Lili Rubitschek sagt auch noch, dass das eben genau die Kindertischhöhe ist. Also, Entschuldigung. Auf diesen Bildern sieht man auch die sehr großen Fensterflächen, damit eben der Raum sehr gut belichtet wird. Und auf einem kleinen Bild auf der Seite eben wirklich, wie niedrig es ist, dass die Kinder es verwenden, das Fensterbrett verwenden können und auch gleichzeitig wirklich das Fenster auch benutzen können. Also sie können die Fensterflügel auch selbst unten auf und zu machen. Hand in Hand mit dem verstärkten Wohnbau Ende der 20er Jahre entstanden auch zahlreiche moderne Kindergärten, wie beispielsweise der von Hans Hoffmann und Adolf Kellermüller 1932 in Zürich fertiggestellte, also in Zürich-Widikon. Er zählt als erster Pavillon-Typus in der Schweiz und ging aus einem Wettbewerb von 1928 hervor. Wie in Frankfurt und Wien verfügt auch hier jeder Pavillon über eigene Sanitärräume und über einen eigenen Ausgang in den Garten. Mit der großflächig verglasten Fläche öffnen sich die Gruppenräume in Zürich noch stärker als jene von Schuster und Schüttes gegen den Garten. Die großflächig verglaste Fläche ist so, dass es eine Schiebetür war, mit der man wirklich also die Wand großflächig auch öffnen konnte und es war der Raum wirklich offen. Und zusätzliche Belichtung wird da auch noch erhalten, dadurch, dass der Raum 12 Meter tief war, durch die Fenster oben zu sehen sind, praktisch wie Lichtgarten angeordnet sind. Ein weiteres Element, das diese drei Bauten zu den Zukunftsweisenden zählen lässt, ist die nun dezentrale Anordnung von Garderoben, Waschräumen und Klosetts. Jeder Gruppenraum verfügt also nicht nur über einen eigenen Garderobenbereich, sondern auch immer über eine eigene Infrastruktur. Die 1930er Jahre Sowjetunion. Hier greife ich nur einen bestimmten Plan heraus, also ein Typenmodell von 1933, das mir sehr wichtig erscheint. Margrethe Schütte-Lihotzky gehörte zu jenem Teil der in Frankfurt beschäftigten Architekten, die 1930 mit Ernst May in die Sowjetunion gingen, um beim Aufbau von neuen Städten mitzuwirken. Auch dort plante sie eben neben Wohnbauten, Schulen und Möbel als Leiterin der Abteilung der Kinderanstalten innerhalb der Gruppe May auch wieder Kindergärten und entwickelte das von ihr in Frankfurt erdachte Modell rasch weiter. Sie wählte allerdings für die Sowjetunion anstatt der Pavillons eine kompaktere Bauweise, was sie mit den dortigen klimatischen Verhältnissen begründete. Ihrer Aussage nach würde der Pavillon-Typus im russischen Winter zu stark auskühlen. Trotzdem versuchte sie eben den Grundgedanken, den sie in Frankfurt entwarf, auch hier wieder umzusetzen. Soweit es möglich war, wurde der Versuch unternommen, eine zentrale Halle und möglichst kurze Gänge auszuformen. Die zentrale Halle habe ich rot eingefärbt, während die Gruppen blau hinterlegt sind. Dieses Konzept zielte darauf ab, dass wie beim Frankfurter Entwurf ein Minimum an Raum verschwendet würde, wodurch die Errichtungskosten niedrig gehalten werden könnten. Diese 1933 entstandene Typenentwürfe eben für standardisierte Kindergärten
können als Vorstufe zum Konzept des Baukassensystems angesehen werden, das sie noch Jahrzehnte später beschäftigen sollte. Hierfür entwarf sie standardisierte, vorfabrizierte Module, die in unterschiedlichen Varianten kombiniert werden können. Doch darauf werde ich noch später zurückkommen. Die 1950er Jahre in Wien. Das ist der vorher schon vorgestellte Kindergarten am Kabaumplatz in klassischer Pavillonbauweise, wie er meistens publiziert wurde. Es gibt noch eine zweite Ansicht dazu, auch von Lukas Mehl, mit einer sogenannten amerikanischen Retusche. Wo das publiziert wird, ist mir leider nicht bekannt. Erst in den Jahren 1950 bis 1952 konnte Margarete Schütte-Lehotzky ihren ersten Kindergarten in ihrer Heimatstadt Wien errichten. Es sollte der 150. Kindergarten der Stadt Wien werden, der zum Jubiläum nach dem Pädagogen Friedrich Fröbel benannt ist. Diese Erziehungseinrichtung am Kabaumplatz wurde in der damals bereits üblichen Pavillonbauweise errichtet, allerdings ohne die zentrale Halle, die Margarete Schütte-Lehotzky in den 1920er Jahren erstmals entworfen hatte und später immer wieder propagierte. Hier sehen wir den Grundriss dazu. Erwähnenswert scheint mir, dass die Entwürfe der Architektin dabei jedoch ganz der Zeit entsprachen. Abgesehen von dem 1953 durch Umbau einer Villa entstandenen Kinderhaus für die Glanzstoffwerke St. Pölten durch Schütte-Lehotzky konnte auch bei anderen Architekten keine Bestrebungen zu zentralen Hallen in diesem Jahrzehnt feststellen. Schüttes Planungen für Wien lassen sich in vielen Details bereits an den Typenplänen, die sie in den 1940er Jahren für Bulgarien-Entwerfe ausmachen. Nehmen wir fast dieselbe Anordnung. In der Mitte ist wieder der große Saal und an den Eckpunkten sind die einzelnen Pavillons sind praktisch einzelne Pavillons, also die Kindergruppen. Und erschlossen wird das Gesamte in der Mitte sieht man es durch einen Korridor. Ja, eben auch hier auch keine zentrale Halle. Der Kindergarten am Kabaumplatz im dicht besiedelten 20. Bezirk steht mittlerweile unter Denkmalschutz. Er zeigt sehr deutlich die über zwei Jahrzehnte lange Erfahrung der Architektin im Kindergartenbau. Es lassen sich fast alle ihre Grundprinzipien ablesen. Die Fenster sind wie bereits in den Entwürfen aus den 1920er Jahren niedrig über dem Boden angeordnet. Die Verbindung mit dem Außenraum ist für Kinder gut sichtbar, wie wir vorher schon im Film gesehen haben. Die große Glastüren öffnen die Gruppenräume auf jeweils eine eigene überdeckte Terrasse. Raumübergreifende Sichtachsen wie auch eine gute Querlüftung sind Standard. In den Gruppenräumen erlauben Nischen einen Rückzugsort für Kinder, stellen aber auch zum Beispiel in Form der Wirtschaftsnische, wo Kinder selbst tätig werden können, ein erzieherisches und praktisches Element dar. Hier wäre unbedingt anzumerken, dass nicht wie häufig in der Literatur behauptet, dies erstmals, und zwar wird das auch bereits mit bei der Eröffnung in den Zeitungsberichten behauptet, dies erstmals beim Kindergarten am Kabaumplatz verwirklicht wurde. Aber bereits 1929 plante Margarete Schütte-Lehotzky in der Siedlung Braunheim dezidiert solche Nischen mit ein. Hier habe ich sie blau eingefärbt. Dazu schrieb sie 1929 im Manuskript zu das Kinderhaus in der Flachbausiedlung, Zitat, jede Gruppe erhält Nischen in Anschluss an das Gruppenzimmer. Ein kleiner Ruheraum, in den sich einzelne Kinder jeweilig zurückziehen können. Außerdem eine Waschnische, in der Tisch, Spülbecken und Ablaufbrett zum Geschirrspülen für die Kinder eingebaut sind. Zitat Ende. Ausgeklügelte Farbkonzepte helfen den Kindern am Kabaumplatz einerseits bei der Orientierung, andererseits sollen sie auch zum Wohlfühlen beitragen. Die individuelle Farbgestaltung der einzelnen Gruppen ist bis in die Details konsequent durchgezogen. Die Architektin beschreibt dieses System bereits 1935, als sie für die russische Zeitschrift Architektura Sarobeschkom, Architecture Abroad, einen Artikel über vorbildliche ausländische Kindergärten verfasst. Darin erwähnt sie die vorbildlichen Farbkonzepte einerseits beim von Singer Dicker errichteten Kindergarten im Wiener Goethehof, den wir hier sehen, der über eine Art Farbleitsystem verfügte, wie auch bei den bereits gezeigten in Zürich, wo jede Gruppe die Farben der Fenster und Türen zugeordnet war. Am Kabaumplatz assoziiert sie nun nicht nur die Farben, sondern auch die Aufgaben der Kinder mit ihrem Gruppensymbol. So versorgt beispielsweise die blaue Gruppe die Fische in den Aquarien. DDR-Typisierung und Rationalisierung. 1954 erhielt Margarete Schütte-Lehotzky ein Forschungsprojekt an der Bauakademie Berlin, in dessen Rahmen sie die Typisierungs- und Rationalisierungsvorschläge zum Kindergartenbau in der DDR machte. In ihrer Studie wies sie auf verschwendeten Raum und daraus resultierte hohe Kosten hin. Als positiven Vergleich zog sie vor allem die Wiener Kindergärten, die in den 1950er Jahren als vorbildhaft gesehen wurden, und das von ihr wahrscheinlich mitverfasste sowjetische Bauhandbuch heran. Dazu schrieb sie, Zitat,
Die hier gezeigten Grundrisstypen sind in mehreren Exemplaren im Ausland gebaut worden. Es sind dabei langjährige Erfahrungen, insbesondere aus der Sowjetunion, verwertet worden. Sie zeigen, welche schöne, reizvolle und dankbare Aufgabe dieses Gebiet des Bauwesens den Architekten stellt. Für ihn besteht das Problem der Projektierung von Kinderanstalten in der DDR heute nicht in der Aufgabe, heute nicht ein schönes Individualprojekt zu entwerfen oder hier oder dort einen hübschen Kindergarten zu bauen. Es besteht vielmehr darin, die Grundlagen für den Bau typischer Lösungen zu schaffen, um möglichst rasch mit möglichst wenig Türen oder anderen Mangelmaterialien und mit möglichst wenig qualifizierten Arbeitskräften möglichst viele und gute Kinderanstalten schaffen zu können. Die 1960er Jahre, der Kindergarten Rimbergstraße. Hier sehen wir schon wieder am linken Bild die kreuzförmige Anordnung um einen Zentralraum und am rechten eben den Einblick, wie sich die Fassade, wie man sich eben das dann weiter vorstellen kann. Einen weiteren Schritt in der Entwicklung machte die Architektin in den Jahren 1961-62, als sie für die Gemeinde Wien den Kindergarten Rimbergstraße entwarf. Bei diesem fünfgruppigen Kindergarten schließt sie direkt an den Entwurf für Frankfurt-Braunheim aus 1929 an. Auch in Wien sind die Pavillons der einzelnen Gruppen wieder für 30 Kinder kreuzförmig um eine zentrale Halle angeordnet. Die zentrale Halle habe ich rot markiert. Kreuzförmig um diese Halle sind die einzelnen Gruppen mit den zugehörigen Garderoben angeordnet, hier blau eingefärbt. Ein kurzer Einblick in diese zentrale Halle, die eben auch für Spiele und Gruppenarbeiten verwendet werden sollte und als Gemeinschaftsraum dient für den gesamten Kindergarten. Und die für die Kleinsten bestimmte fünfte Gruppe, die es in Frankfurt eben nicht gab, befindet sich mit vorgelagerter Terrasse im ersten Stock des Gebäudes. Somit hat jede Gruppe ihren eigenen Ausgang ins Freie. Die einzelnen Teile des Baukörpers sind modular aufgebaut, was einige Jahre später noch von Bedeutung werden wird. Das Baukastenmodell. 1965 stellte Margarete Schütte-Lehotzky der Gemeinde Wien ihr Baukastenmodell vor, bei dem aus vorfabrizierten Teilen in Holz- oder Betonbauweise beide Varianten schlug sie vor, verschieden große Kindergärten zusammengestellt werden können. Hierzu werden nur drei unterschiedliche Module benötigt. Erstens ein Baukörper als Gruppenpavillon, zweitens ein Baukörper für die Betriebs- und Wirtschaftsräume, drittens ein Baukörper als Verbindungsraum, eben die zentrale Halle, der gleichzeitig als Spielsaal verwendet werden kann. Unter Zuhilfenahme eines statistischen Beiplatz zeigte sich das System wesentlich rationeller als die bereits existierenden Kindergärten in Wien sei. Sie würde aufgrund der zentralen Halle weniger Raum pro Kind verbauen, außerdem könnten die Baukosten durch vorfabrizierte Elemente wesentlich reduziert werden. Anhand der vorliegenden Modellfotos ist zu sehen, wie durch additive Aneinanderfügung von gegenüberliegenden Gruppenmodulen Kindergärten mit verschiedenen Gruppenanzahl gebaut werden können. Das Modell befindet sich im Nachlass von Margarete Schütte-Lehotzky in der Sammlung der Universität für angewandte Kunst und ein Teil davon ist jetzt hier nebenan zu sehen. Margarete Schütte-Lehotzky hat hier haben wir einen Kindergarten für eine Gruppe mit Nebenraum, zwei Gruppen mit Zentralhalle, drei Gruppen, vier Gruppen, fünf Gruppen. Ich muss sagen, die Anordnung habe ich ja von Fotos von Margarete Schütte-Lehotzky wieder übernommen und nachgestellt. Und hier habe ich einen Kindergarten für sechs Gruppen nachgebaut. Sie hat die Modelle nach Innenräume und nach Gruppenfunktion gegliedert. Auch die Nebenräume konnten zur besseren Anschauung unterschiedlich zusammengesetzt werden. In der Durchgestaltung und der kreuzförmigen Anordnung greift sie abermals auf die ursprüngliche Idee aus Frankfurt zurück. Laut ihrem Beschreibungsblatt lassen sich damit Kindergärten in einer Größe von 1 bis 8 Gruppen errichten. Die gleichmäßige Besonnung ist für alle Gruppenräume gegeben. Auch verfügen, wie bereits in Frankfurt, alle im Erdgeschoss gelegenen Gruppenräume über einen Ausgang in einen zugeordneten Garten. 1966, ungefähr ein Jahr später, nachdem sie es Wien präsentierte, hat sie das Modell, wie wir auch schon erfahren haben, am Institut für Wohn- und Gesellschaftsbauten der Berliner Bauakademie präsentiert und es für dort umgeplant. Sie veränderte dazu die Maße und die Binnengliederung, doch auch in der DDR wurde ihr System nicht direkt übernommen.
wohl großes Interesse an Rationalisierung und Typisierung herrschte. Weitere Änderungen, allerdings nur im marginalen Bereich, erfuhren ihre Planungen noch 1968 und 1974. Sie erweiterte die Varianten von 12 auf 20 Kombinationsmöglichkeiten. Dieses System, das aber auf der fast 40-jährigen Erfahrung im Kindergartenbau von Margarete Schütte-Lehotzky beruht, sollte einerseits ihr Werk im Kindergartenbau krönen, andererseits aber nie verwirklicht werden. Abschließend ist noch zu sagen, dass obwohl der Kindergarten in der Wiener Rehnbergstraße zwar nicht als Prefab verwirklicht ist, er doch in der Raumstruktur weitgehend bereits dem Baukastenmodell entspricht. In der weiteren Entwicklung entwarf die Gemeinde Wien Anfang der 1970er Jahre mehrere selbstentwickelte Fertigteilsysteme, um typisierte Kindergärten zu errichten. Als Fazit, Schütte-Lehotzky beschäftigte sich fast von Beginn an mit dem Typus einer zentralen Halle, die sowohl der ökonomischen Erschließung als auch als Gemeinschaftsraum diente und damit zwei wichtige Funktionen verband. Quer durch die verschiedensten Phasen ihres Schaffens, mit Ausnahme der 1940er Jahre und eines Kindergartens in den 1950er Jahren, ist dieser Bautyp im Werk der Architektin nachweisbar. Margarete Schütte-Lehotzky, die als Erfinderin dieses Typus gilt, galt als Zeit ihres Lebens als anerkannte Expertin im Kindergartenbau. Neben den Bauten selbst entwarf sie auch zahlreiche Möbel für Kindergärten. Zudem hielt sie zahlreiche Fachvorträge im In- und Ausland und schlug in den 1940er Jahren die Schaffung eines Zentralbauinstitutes für Kinderanstalten vor. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Dass vor allem diese Zusammenarbeit und der Wissensaustausch mit anderen Experten, mit Architekten hatten wir das ja schon viel, aber glaube ich noch viel mehr beleuchtet wird, wie sie mit Pädagogen sich auseinandergetauscht hat, also auch mit bürgerlichen Sozialreformern, mit Vivine, als auch mit Pädagogen, also es ging auch um Montessori, aber auch mit ideologischen, kommunistischen Theorien zur Vergesellschaftung, Vergemeinschaftung und das glaube ich auch sowohl an der Architektur und nicht nur an ihrem politischen Leben oder an theoretischen Auseinandersetzungen verhandelt werden kann. Und was mir auch nochmal aufgefallen ist, was jetzt auch in den letzten zwei Minuten nochmal erwähnt wurde, dass es eine sehr große Kontinuität in ihrem Schaffen gibt, dass sie aber so über verschiedene Länder immer transportiert. Und das schließt auch noch an das vorherige Panel an, dass einfach sie, glaube ich, schon in den 1920er Jahren am meisten geprägt wurde und dann nochmal diese intensive Erfahrung in der Sowjetunion nochmal Baustein dazu gesetzt wurde, aber sie im Laufe der Zeit, vor allem in der Nachkriegszeit, immer wieder auf diese Wissenskontingente zurückgreift, aber sie die dann in verschiedenen Ländern auch versucht anzuwenden. Das ist mir zumindest auch gefallen. Aber jetzt eröffne ich die Runde. Wer will anfangen? Ich habe eine kurze Frage zum Vortrag von Thomas Flierl. Uns ist ja jetzt schon öfters das Problem untergekommen und in dem Vortrag ist es besonders deutlich geworden, dass in der Erinnerungsliteratur von Schütte-Lehotzky sehr häufig hier in Bezug auf die Sowjetunion sehr viele Dinge nicht vorkommen, von denen man erwartet, dass sie referiert werden, dass sie ausgespart werden, was etwa die politischen Entwicklungen zur Zeit ihres Aufenthalts in der Sowjetunion betrifft. Ich habe jetzt die Frage, weil ich weiß das wirklich nicht, gibt es denn keine zeitgenössischen Quellen, also etwa Korrespondenzen aus diesen Jahren, in denen sie Dinge konkreter benennt, in denen sie über diese Dinge anders reflektiert als in der Erinnerungsliteratur? Also es gibt diesen jetzt dankenswerterweise neu zugänglichen Briefwechsel mit ihr und ihrer Schwester. Sie haben eine sehr intensive Beziehung.
Und ich werde auch versuchen, das auszuwerten, was diese Aspekte angeht in diesem Beitrag, der ja noch zu verschriftlichen ist. Aber ansonsten sind mir Fachkorrespondenzen in der Form nicht bekannt. Allerdings muss man eben sagen, dass sie ja wechselt von dem Planungs- und Projektierungsbüro hin zu einem, zu einer Projektarbeit, vor allem für dieses Institut für die Gesunderhaltung von Kindern und Jugendlichen, wo Wilhelm Schütte fest angestellt ist. Und dieses Institut ist gerade diese interdisziplinäre Zusammenarbeit von Medizinern, Hygienikern, Pädagogen, Sozialwissenschaftlern, die eine außerordentlich interessante Entwicklung machen, auch die international orientiert sind. Und in meinen Recherchen für Wilhelm Schütte und auf der Suche nach neuen Projekten von Margarete und Wilhelm Schütte sind dort einige Entdeckungen auch zu machen, weil dort russische Bücher existieren, Veröffentlichung dieses Instituts. Und das Institut wurde dann aber ab 35 reformiert oder umgestaltet und ab 37 geschlossen. Der Direktor wird nach Taschkent geschickt, offenbar also repressiert, aber überlebt. Und also es wäre eine eigene interessante Forschungsaufgabe, diesen pädagogischen und hygienischen und sozialwissenschaftlichen Hintergrund genauer zu betrachten, der sich völlig abkoppelt und eine eigene Argumentation entwickelt gegen diesen architekturästhetischen Diskurs, von dem sie eben viel stärker in den Bau- und Projektierungsbüros betrieben ist, betroffen ist. Wir haben ja diesen Entwurf von 36, 37 gesehen, was das dann auch für Blüten treibt, wenn man da historisch da auf einmal gestalten will. Also aus meiner Kenntnis sind da keine anderen Korrespondenzen vorhanden, mir sind sie jedenfalls nicht bekannt. Ich würde sagen, Bernadette und Marcel, wir fassen die Fragen zusammen. Ich richte meine Frage zunächst an Thomas Flierler, aber auch an Karin Zogmeier, die ja das »Warum ich Architektin wurde« herausgegeben hat. Es gibt ja, wie du geschrieben hast, im Prinzip basiert auf der Grundlage von zwei Manuskripten in unterschiedlichen Zeitvarianten, gibt es eigentlich Skizzen eventuell für die Zeit für die Sowjetunion. Du hast das mir erzählt oder weiß ich nicht, von wo ich diese Information habe, dass für das von dir, ja, dass für die Sowjetunion weniger edierte Konzepte über diese Zeit gibt. Da würde ich gerne mehr erfahren. Und das andere, danke euch für den tollen pädagogischen Beitrag, dem Pädagogen, richtet sich auch an Thomas Flierler, aber auch an die anderen beiden Kollegen. Mich würde dieses Konzept der Vergesellschaftung der Familie nochmal interessieren und wie natürlich das auch räumlich aussieht. Es gibt in dem Werkkatalog, den wir von der Ausstellung aus den 90er Jahren kennen, gibt es den Begriff des Kinderclubs, wo ich so übers Querlesen so die Idee, dass die dort auch übernachten, also nicht nur temporär als Betriebskindergarten, wo wenn die Mütter mal oder die Eltern in der Schicht sind, das kennen wir auch von Wien zum Teil, sehr umstritten gewesen, aber so richtig die Kinder rauszulösen, ob es da Unterlagen dazu gibt oder Konzeptionen deiner räumlichen Natur. Genau, ich kann gleich anknüpfen an dem ersten Punkt, den du gefragt hast. Also es gibt tatsächlich in Ihrem Nachlass ein begonnenes Kapitel zur Sowjetunion, was aber halt überhaupt nicht so weit abgeschlossen ist, wie die Teile, die eben dann mit der Frankfurter Zeit enden und die dann eben auch veröffentlicht wurden. Ich bin mir halt so unsicher, woran das liegt. Also sie ist nun im späten Alter, also hat sie schlecht sehen können und ich glaube, das hat halt auch dazu geführt, dass sie einfach weniger geschrieben hat. Ingeborg Rappoport, ich glaube, ich hatte das gestern schon mal gesagt, hat mir erzählt, dass sie sogar im engen Freundeskreis wirklich erst ab 1990 angefangen hat, diese Zeit zu reflektieren, auch darüber zu berichten, davon zu berichten, dass sie mitbekommen hat, dass Leute in ihrer Umgebung abgeholt wurden und so. Das kann natürlich einfach auch mit ihrem Lebensalter zu tun haben, dass das da nicht mehr vorherrscht. Wollten vielleicht noch einen zweiten Punkt kurz ergänzen zu dem, was Thomas erzählt hat. Wir beide haben uns vor ein paar Wochen schon über diese Kommentarenakte in Moskau unterhalten und wir haben da beide eine sehr ähnliche Beobachtung gemacht, dass nämlich in diesen Berichten über Wilhelm und Margarete sehr auffällig ist, dass von denjenigen, die sozusagen aus der Sowjetunion heraus über die beiden berichten, die zu dem Zeitpunkt schon nicht mehr in der Sowjetunion sind,
da eine Divergenz aufgemacht wird. Also wie Thomas eben berichtet hat, na, Wilhelm Schütte, der Kleinbürger, dem man irgendwie nicht trauen kann, und Margarete Schütte-Lihotzky wird da als eher sozusagen zuverlässig und nicht linientreu, aber doch sozusagen als die bessere Genossin in Anführungsstrichen dargestellt. Das ist zumindest auffällig. Also ich habe da jetzt auch noch keine fertige Erklärung für. Lieber Marcel. Ja, letzter Satz. Und sehr auffällig war dann eben auch ein Bericht, wo jemand sagt, ja, eigentlich wollte nur Wilhelm weg und Margarete wollte gerne in der Sowjetunion bleiben. Ich weiß nicht, wie plausibel das ist, aber das vielleicht nur so als Ergänzung. Weil ich angesprochen war, nur ganz kurz. Ich erinnere mich auch, dass es nur ein paar Seiten sind, vielleicht maximal 10 Seiten, und dass die vor allem auch, erstens endet es plötzlich, die sind auch relativ lustlos geschrieben, was ich mich erinnere. Die haben irgendwie nicht diese Kraft und diese sprachliche Qualität, die anderen Seiten haben. Ich glaube, sie hat einfach die Lust verloren, weil auch die Publikation von den Erinnerungen aus dem Widerstand, weil das so mühsam war, hat sie irgendwie die Lust an diesem ganzen Projekt verloren, da die Erinnerungen weiterzuführen, aber geplant war es grundsätzlich, das schon zu machen. Vielleicht hat es noch andere inhaltliche Gründe. Also es ist extrem bedauerlich, dass eben nicht früher nachgefragt wurde, weil sich ja gezeigt hat, dass diese Interviewsituation für Sie eine gute Form des Erinnerns ist und dass Sie auf die Formulierung, die Sie in den Interviews gefunden hat, dann auch immer wieder zurückkommt. Und das ist die nächste Vorbereitung, die Sie vorgelesen haben. Genau. Also und insofern ist das natürlich nur zeithistorisch zu erklären, warum das so lange abgespalten war. Insofern war dann der Kontakt zur DDR auch wieder wichtig, weil ein Teil der Texte doch da wenigstens veröffentlicht werden konnten und auch abgefragt wurden, damit wir eine gewisse Funktion in der DDR hatten. Dennoch ist es natürlich ein Riesendrama, dass diese so wichtige Zeit mit all ihren Wendungen so wenig erinnert wurde und dass auf diese Art und Weise natürlich auch die Brüche und die Einsichten und auch ihre beharrliche Position zu bestimmten Dingen kaum rüberkam. Zu der Frage der Debatte über die verschiedenen Wohnformen, das kochte also im Frühjahr 1930 extrem hoch. Dann gab es ein ZK-Plenum dazu, von dem ich überzeugt bin, dass May im Hintergrund mitgewirkt hat, zusammen mit Miljutin, und dass da sozusagen einerseits das Kommunewohnen als nicht der allein ausschließliche Weg zurückgestellt wurde, dass man die Freiwilligkeit der Vergesellschaftung in den Mittelpunkt gestellt hat und sie selber erwähnt auch, aber ohne dass ich bisher Projekte gefunden habe, dass sie auch an Kommunehäuser bauen, also nicht nur diese Familienwohnungen, sondern und diesen eher eingeschränkten Formen, wie es im Magnitogorsk dann war, denn die Idee des Kommunewohnens war ja durchaus eine Trennung von den Kindern, da gab es eigene Kinderrepubliken, einige Kinderhäuser, also im Grunde sollten die ihr eigen selbstbestimmtes Leben führen und natürlich führte das zu riesen Debatten und Aufschrei und sozusagen als Verstaatlichung der Erziehung und der Zerstörung der Familie und der Trennung von den Eltern. Dennoch ist interessant, dass der Gedanke dieser Erziehungsrepublik natürlich durch die Planung von Wilhelm Schütte und da war sich natürlich immer daran beteiligt, für Pionierrepubliken, für Sanatorien für Kinder, für Pionierpaläste, die diese Haus oder Clubs der Kinder sein könnte. Also wo sozusagen ein breiteres, mehrere Jahrgänge übergreifendes gemeinsames Leben und Arbeiten, natürlich mit den Reformideen von Carsten, der Gemeinschaftsschule, der Arbeitsschule und Ähnlichem, eine ganz wichtige Bauaufgabe war, aber die nur im begrenzten Maße realisiert wurde. Wahrscheinlich ist der Kindergarten im zweiten Bauabschnitt von Magnitogorsk so etwas wie ein Haus der Kinder gewesen. Da müssen wir mal genauer forschen, ob es nur von außen Darstellung. Also ich glaube, dass sie sehr beharrlich an diesen reformpolitischen Dingen festgehalten hat und dass da auch eine der wesentlichen Stützen natürlich Wilhelm Schütte war, der sozusagen über die Schulfragestellung und den Anschluss an den Reformschulbau, da gab es einen unheimlich intensiven und direkten Austausch. Man kann, glaube ich, seine Planung für die Schulen, für die Kindergärten überhaupt gar nicht trennen. Und insofern ist auch der Anknüpfungspunkt, wie viel Schule und wie reformorientiert muss man in die Schule denken, damit man auch Kindergarten in die Nähe rücken kann, gehört natürlich sehr zueinander.
aber es gibt ganz wenig Zeugnisse darüber. Ich will nur sagen, zu diesem Institut, da gehörten natürlich auch Anthropologen. Also große Fragestellung war natürlich überhaupt erstmal durchzusetzen, dass kleine Kinder, kleine Menschen, kleine Möbel, also sozusagen die Maßstabsverhältnisse von Bauten und von Möbeln, da gab es also anthropologische Messungen, die man mit einem gewissen Scheu oder so natürlich ansieht, aber die damals betrieben wurden. Es gab psychoanalytische Untersuchungen, es gab 32 einen großen internationalen Kongress für Psychotechnik in Moskau, aber da gab es noch ganz viele Verknüpfungen. Und ihre Wiener Beziehung zur Psychoanalyse und zur Reformpädagogik hat natürlich für sie nie abgerissen. Ja, erstmal ganz lieben Dank, dass Sie das nochmal ausgeführt haben. Ich glaube, da gibt es echt viele Punkte, an die man nochmal anschließen kann. Ich glaube, eine Sache, die mir jetzt klar geworden ist in den Vorträgen in diesem Panel und vorher auch, ist, dass ich aus meiner Perspektive nochmal einen genaueren Blick auf Ihr Reformverständnis werfen müsste. Ne? Also wie versteht sie tatsächlich Reform? In dem Werbevideo, was du gezeigt hast, wurden diese Kindergärten als sozialpädagogisches Projekt ausgewiesen. Das kann jetzt so ein Slip of the Tongue gewesen sein, es kann aber auch bedeuten, dass es nicht spezifisch als, also frühkindliche Pädagogik gab es zu dieser Zeit offiziell noch nicht, aber man hätte es auch anders bezeichnen können. Dann hattest du sie zitiert, warum gibt es überhaupt diese Kindergärten? Ja, weil das gut ist für die werktätige Frau. Also das Schaffen von Kindergärten ist, das ist übrigens ein Motiv, was man auch bei Clara Zetkin und anderen in der bürgerlichen Frauenbewegung und sowas findet. Es ist erstmal etwas, was auf ökonomische Dinge reagiert. Da ist nicht sonderlich viel utopisches Potenzial drin, sondern es ist erstmal, da gibt es einen Anspruch, einen gesellschaftlichen, und da hat jetzt bitte auch Bauen darauf zu reagieren und die Sozialpädagogik eh. Und die zweite Frage, die noch so ein bisschen drin steckt, deshalb ist das sehr interessant, dass das auch interdisziplinär mit Anthropologinnen etc. erarbeitet wurde, ist natürlich, was ist die Norm von Kind, die angenommen wird, wenn sie Kindergärten baut? Wir haben viel darüber gesprochen, Kinder sind klein, deshalb brauchen sie kleine Möbel und niedrige Fenster. Aber wie stellen wir uns Kinder denn jetzt vor und wie hat sie sich tatsächlich Kinder auch vorgestellt? Sind die zu verwahren und irgendwie aufzuziehen, damit sie dann Gemeinschaft machen können? Ergibt sich Gemeinschaft automatisch oder brauche ich plötzlich diesen Raum in der Mitte, damit die sich überhaupt irgendwie finden? Ich glaube, das sind so die Punkte, an die noch angeschlossen werden müsste, um dieses ganze pädagogische Projekt Reform qua Kinderhaus irgendwie noch genauer zu erschließen. Und dann noch ein kleiner Hinweis, ich bin so ein bisschen tatsächlich angefixt davon, ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass irgendwie sie in der Sowjetunion ein bisschen Blonsky mitbekommen hat, weil der durchaus sehr, sehr, sehr einflussreich war, bis er dann so ab 1930 abgekanzelt wurde, aber das wäre vielleicht eine Frage für die Pause dann nochmal. Ich stelle mir die Frage, auch um nochmal auf die Frankfurter Zeit, also auf 26 zurückzukommen, hat sich dieser Reformgedanke bzw. dieser erzieherische Gedanke natürlich auch auf den neuen Menschen bezogen. Also der hat sich planerisch niedergeschlagen. Es ging um den neuen Menschen, es ging um die neue Frau, es ging um die Erziehung der Frau. Man kann das in den Küchen ja schön nachverfolgen. Insofern knüpft sich natürlich die Pädagogik für Kinder unmittelbar an, denn der Taylorismus, in dem gedacht wurde, also sozusagen in einem kapitalistischen System, was aber auf sozialistisches Wohnen übertragen wurde, war natürlich naheliegend, dass die Kinder versorgt sind und die Frau eben wirtschaftlich agieren kann. Und die Frage, die ich dann an den Herrn Flier stelle, ist natürlich, Sie haben eben von einem kulturhebenden Programm gesprochen, was dann in der Sowjetunion eben weiterverfolgt wurde. Es gab regelrecht Rezepturen in Frankfurt auch, wie wird die Küche benutzt, wie muss sie benutzt werden. Es hing sozusagen über dem Herd, wie sie zu gebrauchen ist. Es gab eben diese Filme, Rezepturfilme sozusagen, wie ist da mit umzugehen. Das Gleiche beschrieben Sie von den Bädern. Ja, also wie sind die Badewannen, wie sind die Duschen in der Sowjetunion zu benutzen? Und der Begriff des Kulturhebenden, der erscheint mir sehr, sehr interessant. Also war das auch einer der Gründe, warum diese ganze Truppe, also diese 17 Menschen, die ja dann unter Mai-Brigade liefen, auch in die Sowjetunion berufen wurden oder eingeladen wurden? Ja,
Danke für Ihre Vorträge. Ich habe einmal als erstes diese Frage. Der Herr Freier hat zum Schluss erwähnt, ein sowjetisches Bauhandbuch. Und da würde ich eigentlich, ja, auf jeden Fall mal Sie beide gerne fragen, ob Sie mehr darüber wissen. Und ich möchte eben eingehen, vor allem auf dieses Institut für gesunde Haltung für Kinder und Jugendliche, das ja dann das eine ganz wesentliche Rolle spielt, ob das dort entstanden ist und eben in dieser Kooperation und der Zusammenarbeit verschiedener Fachleute ein wichtiges Vorbild war für das Institut für das Bauinstitut für Kinder und Heranwachsende, das Margarete Schütte-Lihotzky ja schon im Herbst 1945 in Wien vorgeschlagen hat. Sie haben es erwähnt auch. Also es war ganz sicher das Muster, denke ich, das sie daher kannte. Ja, also es geht mir um, meine Frage zielt auf die Auswirkungen ihrer Erfahrungen in der Sowjetunion und dass sie dort ja eben auch eine reiche Praxis an Kinder im Kinderbauen von Kinderanstalten hatte und dass ja dort auch ein Zusammentreffen von vielen Fachleuten waren. Sie hatte ja auch so viele Mitarbeiter in ihrer Abteilung für Kinderbauten. Und es kamen also ganz sicher ja verschiedenste ausländische, europäische Architekten dorthin, um mitzuarbeiten, haben ihre Ideen kennengelernt. Und ich bin zumindest einmal im Zusammenhang mit Kinderbauten in Italien, in der Emilia-Romagna, drauf gestoßen, dass es da also eben auch diese Montessori-Konzepte gibt, ganz ähnliche Bauten wie die von Schütte-Lihotzky. Und irgendwo hat man da versucht, ähnliche Wurzeln zu suchen und da steht meine Frage offen, sind die in der Sowjetunion, ja, möglicherweise? Zuerst zum Bauhandbuch. Ich habe es nur in Ihren Texten gelesen, die Sie geschrieben hat für die Arbeiten in der DDR, wo sie immer wieder vom sowjetischen Bauhandbuch schreibt. Mehr habe ich leider auch nicht gefunden. Das wäre schön, wenn man das noch entdeckt, was das drinnen ist und ob sie was damit auch zu tun hat. Ich vermute es nur, weil sie es immer so als vorbildhaft zitiert, eben, weil sie möchte ja, dass man so etwas erstellt als Anleitung. Und das hat sie ja eben mit 45, das ist der zweite Punkt, oder 47, wo sie das versucht hat, eben in Gang zu bringen, dass so etwas gemacht wird. Und sie hat das immer wieder versucht, weil es sind auch, sie hat dann auch in Kuba, das war nichts anderes, das ist ein Bauernbuch gemacht, eine Anleitung gemacht hat. In China hat sie ja auch die Anleitung gemacht, wie man eigentlich Kindergärten baut. Und das war eigentlich, sie hat immer versucht, das noch einmal zu verdeutlichen und überall, es waren fast immer dieselben Texte, nur leicht variiert und in sich wieder ausgetauscht. Das heißt, das war immer dasselbe Konzept. Und sonst und zur Frage, ob das in den 20er Jahren, sie hat sich natürlich mit Montessori beschäftigt, das damals das modernste war. Und der erste Kindergarten, der geplant war, war ja mit Eugen Kaufmann ein Montessori-Kindergarten. Und der 29, das war ja auch sehr, hat eigentlich immer das Montessori-Prinzip weitergeführt und die Kindergärten nach dem Krieg, zum Beispiel in Wien, von denen weiß ich es, in Wien war es üblich, von der Stadt Wien vor allem die zwei Fröbel und Montessori zu mischen, die zwei Pädagogiken. Und damit wird das Prinzip natürlich immer weitergeführt. Er möchte gerne noch antworten, dann ist erst Frau de Grancy. Also das ungeheuer Beeindruckende ist doch, dass es eine Phase gab von 26 bis 31, 32, in der sozialreformerische Ideen des Westens, der bürgerlichen Gesellschaft, an eine gewisse Grenze stießen und die große Überzeugung bestand sehr breit, dass unter der Voraussetzung der Aufhebung des Privateigentums an Grund und Boden und einer staatlichen gelenkten Wirtschaft man sozusagen die Reformideen auf großem Maßstab umsetzen könne. Und umgekehrt gab es natürlich in der Sowjetunion Leute, die der Meinung waren, dass ohne die Modernisierung der Industrie und ohne eine durchgreifende Entwicklung einer sozialistischen Lebensweise dieser Sozialismus dauerhaft gar nicht zu halten ist, weil erstens man wirtschaftlich rückständig und zweitens hat man mit den ganz verschiedenen sozialkulturellen Milieus zu tun. Und die von Stalin gefundene Variante war dann also die Industrie zu nehmen und den sozialen sozusagen Transformationsprozess abzubremsen und wieder zu traditionellen hierarchischen Modellen zurückzukommen.
Und diese kurze Phase der Begegnung von linksbürgerlich-sozialistisch-reformerischen Ideen und einem aktivistischen Kulturbolschewismus, der aber durchaus auch lebensweise orientiert war, die finde ich gerade interessant. Und da ist nun die Margarete jemand, die mit ihrer pädagogischen Perspektive da also natürlich eine sehr klare und auch Wilhelm eine ganz klare Linie haben und diese also jetzt sozusagen die ganzen Debatten um die verschiedenen Varianten des Lebens sich gar nicht sozusagen in die Auseinandersetzung begeben, sondern sehr kontinuierlich ihre Linie da fahren und dann aber natürlich auch sehen müssen, dass das eigentlich alles gar nicht gefragt ist. Also 1935 gibt es einen Beschluss, dass eben der Schulbau, so wie er jetzt seit Jahren betrieben wurde, eingestellt wird, weil es wurden viel zu wenig Schulen gebaut, da gab es mehrfach Belegungen, die haben da also Schichtbetrieb gehabt und es wurden zu viele Nebenräume fabriziert und dann gab es wieder Klassen und vorne war der Lehrer und alle Ideen mit doppelter Belichtung und quadratischen Räumen und was wir alles da kennen, war weg und dann waren die Schulen eben wieder Kasernen und hatten nur ein entsprechendes Dekor davor. Also diesen Bruch kann man gerade in diesen Bauten ganz eindeutig nachweisen. Und ich glaube schon, dass die ganze Gruppe Mai auch in ihren Verbindungen zu denen, oder die da eben dazugehören, in Verbindung mit der sowjetischen Umfeld, mit dem Dialog mit anderen linken kommunistischen Intellektuellen natürlich im Austausch stand. Also wenn sie berichtet, dass sie mit Leistikow ins Theater geht und Leistikow arbeitet eben bei Meyerhold. Und natürlich hatten die intensive Beziehung zu den Konstruktivisten wie Ginzburg und anderen. Also die haben sozusagen diese ganze kulturrevolutionäre Fragestellung, die dann als Trotzkismus denunziert wurde, ist natürlich sozusagen voll gehabt und gleichzeitig trotzdem abgebremst und sind dann letztlich in Einsicht, dass die Macht stabilisiert werden muss und nicht der kulturrevolutionäre Prozess weitergeführt werden muss, haben sozusagen diese Beendigung dieses Experiments, diesen Abbruch der sowjetischen Erfahrung quasi erlebt, aber nicht mehr verarbeitet, nach meiner Auffassung. Und das erklärt jedenfalls viel. Zu dem Institut nochmal, das kann ich mir gut vorstellen, dass die Initiative von Margarete oder der Vorschlag, ich weiß darüber nichts, aber muss man vertiefen, in Wien daher kommt. Dieses Institut wurde 1927 auf Beschluss des Volkskommissariats der RSFSR gegründet und umfasste eben viele Teilinstitute in den Städten der Sowjetunion, war also sozusagen eine breit gestreute Institution mit Teilbüros in den Städten und hat eine irre Buchproduktion hervorgebracht, die alle mit diesem Institut verbunden sind in der russischen Nationalbibliothek, also für halbwegs russischsprachige sozusagen da nachweisbar sind. Da sind zig Veröffentlichungen und ich habe die gar nicht alle durchgesehen, sondern nur die, die sich mit dem Thema natürlich befassen. Und da bin da auf viele Entwürfe gestoßen, teilweise wieder Abdrucke, die wir schon kennen, aber jedenfalls, wo die breit mit einbezogen sind. Und natürlich war die Idee, die ist ja auch nach wie vor faszinierend, dass also sozusagen eine alternative Gesellschaft ohne eine kulturelle Basis überhaupt gar nicht funktionieren kann. Und die Option der 30er Jahre war eben eine Machtbasis zu bilden, die dann in den Terror führt. Entschuldigung. Okay. Jetzt haben wir noch vier Fragen auf der Liste. Also erst Frau de Grossi und dann die Frau in Türkis. Ja, ich fasse mich ganz kurz. Ich wollte nur eine kleine Anregung oder vielleicht auch Frage zu diesem frühen Wiener Netzwerk Reformpädagogik einwerfen. Die Kinderfreunde, Anton Afritsch und also Franz Schacherl war ja gemeinsam mit Lihotzky in der Siedlerbewegung und hat ja gemeinsam mit Franz Schuster die 1926 die proletarischen Kulturhäuser, diese kleine Publikation herausgegeben und Franz Schacherl hat in der Steiermark, in Graz, in Bruck an der Mur verschiedene Kinderheime gebaut, die sehr ähnlich sind und vor allem dieser Saal, dieser multifunktionelle Saal in der Mitte ist so, erscheint mir so ähnlich, der dann aber auch der Arbeit der Bildung dient, also wenn die Kinderheime waren Kindertagesstätten, also nicht ohne Übernachtung und dieser Saal, der am Tag für die Kinder da war, wurde dann am Abend für Vorträge oder Kinofilme, also Filmvorführungen verwendet. Also vielleicht gibt es da, ich weiß nicht, wisst ihr das, ihr habt die beiden Kindergarten-Spezialisten, ob es da Beziehung zu den Kinderfreunden gibt, auch bei Schütte-Lihotzky. Nein, weiß ich leider nicht.
weiß ich leider nicht. Aber es ist anzunehmen, weil es in der Zeit eigentlich in der Luft liegt, beziehungsweise durch die Beratungen mit den verschiedenen Pädagogen, dass es sein kann. Okay. In der Pädagogik verwendet man ja nicht nur Naturmetaphern, sondern auch das Entwicklungsfenster, was man ja auch auf die Architektur übertragen könnte und auch mit anderen, also Reformpädagogen gibt es ja auch die Linie, genauso wie mit anderen Architekten, wie gesagt wurde. Danke für den Hinweis. Ja, oder soll ich da noch was zu sagen? Also ich glaube tatsächlich, wir haben keine Zeit mehr, ne? Es gibt ja im Anschluss an Blumenberg diesen Versuch von so einer Metaphorologie, ne? Und das wird in der Erziehungswissenschaft gerade auch vorangetrieben. Es gibt interessante Aufsätze zu dieser Idee des Entwicklungsfensters, die sich aber tatsächlich, glaube ich, ein bisschen später erst konstituiert. Also, aber danke trotzdem, ja. Okay, wir hätten jetzt noch ganz schnell zwei Statements oder also Fragen. Mich hätte nur sehr interessiert, wie Sie an diese Zeugnisse, also an diese Werkverträge gekommen sind, beziehungsweise wo. Nur eine ganz kleine Frage. Mich hat der Hinweis sehr interessiert, dass die Eltern da in den Hauptraum schauen können. Als gelernter Großvater bin ich immer wieder hier bei den verschiedenen Kinderfreunde, Kindergärten in Wien mit dem Problem konfrontiert, dass es eigentlich keine Vorrichtungen gibt, wo der Transfer vernünftig von der Familienverband zur Kinderrepublik stattfindet. Also es gibt da keine Kleiderhaken und kein Sessel und so. Frage, gibt es irgendwelche Anzeichen in der Architektur von der Margarete Schütz-Lehotzky, dass dieses Problem irgendwie mitbedacht wird? Ich, im Grundrissen habe ich keine gesehen. Muss man vielleicht auch jetzt nicht beantworten. Okay, noch rein. Ja. Na, eigentlich sind mir da auch nicht wirklich so die Übergänge bekannt. Es war, mich hat es auch gewundert, dass sie eigentlich sagt, dass die Eltern dort hineinschauen können, wenn man jetzige Methoden weiß, dass eigentlich die Eltern an der Türe abgeblockt werden. Das ist genau das Gegenteil. Und das war eigentlich, es sollte ja schon der Raum für Kinder sein und dass ja auch keine Sessel dort sind, sagt ja auch, aber die Kinder ziehen sich die Schuhe im Sitzen an, am Boden. Oder auf, oder wie es schon in den 20ern gegeben hat, einfach auf einem Sockel, aber nicht auf einem Sessel. Und dadurch ist das eigentlich auch kein Raum für die Eltern. Ich glaube, das ist nur eine Idee, dass man hineinschauen kann. Zu dem Vertrag nur eine Bemerkung. Ich muss leider sagen, der ist seit Jahrzehnten oder seitdem Margarete Schütz-Lehotzky es an die Angewandte gegeben hat, in ihrem Besitz. Und man hat wieder die russische Fassung mal angeguckt und übersetzt, wo drin steht, nur ein Jahr. Man hat auch nicht die Übersetzung, die von 2 Jahren mit Option der Verlängerung spricht, genau angeguckt. Sonst hätte man möglicherweise bei der Herausgabe mit dem 5-Jahres-Vertrag mal zurückfragen müssen, dass der Wilhelm einen 5-Jahres-Vertrag hat, geht daraus hervor, dass erstens Ernst May in seinem Vertrag, der in Nürnberg lagert, diese Kategorie mit der nächsten Kategorie von 5 Jahren und so und so viel Geld ausgewiesen hat. Und andererseits gibt es Meldungen von Wilhelm und Margarete Schütte-Lehotzky in russischen Archiven, dass sie jetzt in Magnitogorsk angekommen sind. Und da muss man jeweils immer schreiben, wo man angestellt ist und wie lange. Sodass also sozusagen man durch ein Indre, es gibt keinen ersten Arbeitsvertrag nach meiner Kenntnis von Wilhelm Schütte. Man kann aber durch den Ursprungsvertrag von May und seinen Meldungen in Magnitogorsk 1933 das rekonstruieren. Okay, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Jetzt guten Appetit.